Da, nee, da, da. Hallo, herzlich willkommen zu Rage of Empires. Das ist Mara Giesel und ich bin Daniel O'Sullivan. Und aus dem Off hören wir schon ein fieses Lachen. Das ist, meine lieben Freunde, der Weihnachtself. Hi. Marco. Schönen guten Morgen. Bist du schon in Weihnachtsstimmung, du Kleiner? Ich bin wirklich ein weihnachtlicher Mensch. Du hast ja, was ist das denn? Du hast ja gar, was ist das denn für ein Outfit? Ja, ganz legeres, also so frisch aufgestanden, hier aus dem Bett gesprungen, Kaffee. Das ist gemacht. Ein Schlaf, das ist doch so ein Schlafanzug. Ich sehe den gerade zum ersten Mal hier. Das ist ja, also das ist ja eine, also das. Wahrscheinlich also, keine Hose an und nix. Und guck mal, so kommt das weißt rein. Du doch, Mara. Vergleich mal die erste Folge, da kam er mit Weste an und ja, so, da mega schick. Und so, ich mache jetzt hier mal ein bisschen mich frisch. Jetzt sitzt er da im Schlafanzug. Hier sagen auch welche, das könnte auch ein Handwerker sein. Also ich bin auch vielleicht der Architekt hier hinter dem Format. Bulden. Es wäre geil, wenn es wirklich so Handwerker gibt, die wirklich immer so im Haus so Bulden, Korrektus. Das ist soll. Ja, hallo, herzlich willkommen zu Rage of Empires, dem RTS-Format auf Rocket Beans TV. Und heute haben wir was Besonderes vor. Ja, einfach auch mal wieder ein One-on-One Mara gegen Donny, ne? Gute alte Maroni. Ja. Yay! Hat so richtig Lust, hat auch viel trainiert. Wieso, hey? Ja, ich doch so ungern One-on-One spiele. Ja, einmal musst du auch mal in die Arena. Also ich fand das mit Florentin ja wirklich großes Kino. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich politisch korrekt äußere. Und nicht, also nicht politisch korrekt, sondern politisch äußere, ohne dass ich spreche. Man will ja auch nicht irgendwie arrogant rüberkommen. Ich fand das sehr toll. Man hat sehr viel quasi lernen können aus dem Spiel. Und auch in Bezug auf Florentin, liebe Grüße, falls du jetzt gerade guckst. Ich glaube, mein größtes Learning war halt, dass man vielleicht nicht von 6 Schützen ein komplettes TC auseinanderleben lassen sollte. 27 Dorfbewohner, wie viele waren es am Ende? Aber ja, es war schön anzugucken. Ich habe es aus München im Hotel verfolgt und ja, es war sehr schön. Schön. Aber heute war es besser. Ich hätte noch was, bevor wir anfangen. Mal wieder gibt es aus der Community großartige Sachen, die eingeschickt wurden bzw. gemacht wurden. Und wieder ist der liebe Ingo daran beteiligt. Und der Ingo hat. Ingo. Was? Ingo. Ich habe einfach nur Ingo gesagt. Ach, Ingo! Der hat uns einen Weihnachtskalender gebaut. Und das sieht so aus. Guck mal. Das ist so Hammer. Und hinter jedem Türchen, also kommt halt vom 1. dann bis 24. halt durchgehen, gibt es, glaube ich, ein GIF oder ein Meme aus Rage of Empires. Na, neu gebastelte Sachen. Ich habe auch ihm Sachen. Genau, das sind alles neue Sachen. Ich habe ihm auch schon ein paar Sachen geschickt, die von mir da eingebaut wurden. Und der Rest wirklich? Ist auch das hier? Nein. Nein, es sind doch viele Sachen, die Community dann auch selber gemacht hat und ihn inspiriert hat. Ja, und das Ding ist halt, ich bin da immer so ein bisschen ungeduldig. Und ich habe versucht, dann die Türchen zu öffnen. Und wenn man ein Türchen öffnet, was in der Zukunft liegt und nicht an dem Tag ist, an dem man... Also alle jetzt. Das haben wir gerade schon gesehen. Nein, nicht nur das. Es gibt noch ein anderes. Wollt ihr das andere auch noch sehen? Ja. Nein. Hier gibt es nichts zu sehen. Das ist so gut. Ingo, einfach vielen, vielen lieben Dank. Das ist echt hammermäßig geil. Also ganz ehrlich. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank auch von mir. Ihr seid sowieso einfach komplett verrückt. Ey, wenn man da immer reinguckt in das Forum, ist ja einfach unfassbar. Also ihr habt das Gefühl, die Leute liegen mehr Arbeit in der Community-Arbeit, als wir einfach so vor der Kamera. Hallo! Hallo! Hey, es war doch ein Win-Win. Community loben und gleichzeitig so, hey, wir sind und auch also neben dem Rage of Empires Adventskalender haben wir natürlich auch den normalen Adventskalender. Ja. Und da könnt ihr vom 1. bis zum 25. jeden Tag in Blog reingucken und da Sachen gewinnen. Und zwar richtig gute Sachen. Richtig gute Sachen. Pakete, ja. Oculus Go, Razer Phone. Das ist schon, also ganz ehrlich, ich kenne ja auch schon ein paar Preise und das ist schon sehr, sehr, sehr nice. Ja, und generell geht ja sowieso, ich glaube, das kommunizieren wir nicht oft genug. Ihr könnt auf euch sowieso gerne tummeln auf unserer rocketbeans.tv-Seite, denn da findet ihr alles rund um alle möglichen Sendungen, auch zu unseren Sendungen und findet dann direkt auch das Forum dazu. Und Mara betreut den Blog und macht da auch immer wieder Blog-Einträge. Also macht das einfach zu eurer Startseite, dann verpasst ihr nichts, ne? So sieht's aus. So, und mein Spiel ist offen oder das Spiel ist offen für euren ersten Clash. Gleichzeitig darf ich dazu erwähnen, erstens, warum habe ich heute keine Weste an? Die Weste liegt ja zurzeit noch bei Team Flonny. Das hatte ich aber in der Vergangenheit auch nicht gestört, da sie irgendwo das in der Vergangenheit, da war es aber auch, nee. Die Weste wird sich nächste Woche wieder gestritten. Nächste Woche sind wir auch, glaube ich, wieder komplett. Und warte mal, aber Marco, dann deine Kettenweste, die ist dann irgendwo, die hast du dann in Berghain jetzt gelassen oder was? Die ist in Berghain. Ist die zur Reinigung gerade oder was? Die Leuchteweste, die ist im P1 und die anderen Westen, die auch irgendwo.
Auf jeden Fall. P1, ey, Marco im P1, das würde ich gerne sehen. Piu, kennst du Rage of Vampires? Ja, Mann. Ja, ja, hab ich Komm, noch ein Champagner, Digga. Wir haben, ja auch noch die Testergebnisse, die rausgehen nächste Woche und ein Referat. Ja, mein Referat zu Budapest. Aber wer muss jetzt welches Referat eigentlich halten? Marco muss ein Referat halten über Budapest. Über Budapest. Wegen Ungarn. Ich freue mich wirklich, dass ich euren Horizont erweitern kann. Also es ist für mich keine Strafe. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und dachte, er würde gegen Florentin und mich auf... Habe ich auch. Ich habe keine einzige militärische Einheit gebaut und ihr baut halt Ritter. Und das war natürlich vielleicht ein Fehler, aber ich habe euch ein bisschen getrollt. Ja, Entschuldigung. Genau. Das klingt wie fucking, hier, Dings, wie heißt der nochmal? Christoph Daum. Ja, vielleicht war das ein Fehler. Im Nachhinein gesehen war es vielleicht ein Fehler. Ich baue Ritter, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Okay, wir sind jetzt drin. Wir haben jetzt folgendes Problemchen, beziehungsweise kein Problem, sondern ein Luxusproblem. Hotkeys. Wir haben uns auch gar nicht geeinigt, was wir dann machen wollen. Ach Mara meinte schon, das kann ich auch absolut nachvollziehen und verstehen, bin auch cool damit. Vielleicht nicht unbedingt Arabien, bin cool damit. Ich bin aber, sag, ein Veto lege ich ein bei so Quatschmaps wie Burger oder so. Oder ja, okay, Burger Hamburger und Quatschmaps so. Nicht, wir werden auf jeden Fall Standardmaps spielen. Ja, willst du einfach was vorschlagen? Wähle ich eine Standardmap aus. Ja. Und gehe mal davon aus, dass wir die beide noch nicht so wirklich gespielt. Wie kommt der Marcel Davis? Hey, Marcel raus. Davis, der Mann von 1 und 1. Wer hat gesagt One on One? Ich bin Marcel Davis, Leiter Abteilung Kundenzufriedenheit und Dingens. Okay, Der hat uns ausgetauscht, das ist ein anderer Dude, der sieht noch sympathischer aus. Egal, andere Sache. Andere Sache. So, erstmal mache ich mich zum Zuschauer. Zweitens, spielen wir auf Eroberung oder wollt ihr einen anderen Modus spielen? Wie ist ich würde gerne Standard spielen. Okay, Standard. Dann einmal Völkerwanderung. Was ist das? Eine Map, in der ihr beide auf einer kleinen Insel startet. Aha. Oh, mit Wasser oder was? In der Mitte ist eine riesige Landmasse, wo ihr relativ schnell, wenn ihr in der Verdrahtzeit seid, schon rübergehen könnt. Oder besser noch, ihr spielt ein Fast Castle, baut ein paar Fischerboote und Fast Castle drüber und nehmt die Hauptinsel ein. Nämlich da sind super viele Ressourcen drauf. Auf eurer kleinen Insel sind nur ein paar Ressourcen drauf. Keine Wildschweine, merkt euch das. Und ich glaube nur 6 Schafe. Kann man ein Veto einlegen oder ist es einfach in Stein gemeißelt? Oh Mann, ich will nicht mit Wasser. Ich kann und Wasser nicht. Deswegen muss ich nicht mal auf Wasser. Ist doch Wasser. Ja, aber mit so Kontinent, wo man nicht unbedingt muss. Hier muss ich ja die scheiß Schiffe. Nein, musst du nicht. Ja? Wenn du Wasser komplett ignorierst, ist es auch fein. Wenn okay, dann mache ich das. Hast, vielleicht. Wenn du die mittlere Insel hast, dann hast du auch einen super großen Vorteil. Du kannst auf deiner kleinen Insel bleiben. Das habe ich letztes Mal gemacht. Das habe ich doch schon mal gespielt, das Ding. Ja, aber das war eine andere Map. Das war eigentlich los, das heute. War eine andere Map, ja. Aber, wie gesagt, ihr habt von Anfang an Town Center. Ihr habt in der Nähe von eurer kleinen Insel oder von eurem Town Center auch Rehe, die ihr lören könnt. Und ja, dann... Lören? Nee, das war hier auch bei Rage of Empires. Ja, das war aber nicht diese Map. Aber war doch auch mit so einer kleinen Insel, genau. Wo ich dann draufgeblieben bin. Dann kam Florentin das war der Unterschied zu der Map ist, die Map, die ihr damals gespielt habt, da wart ihr in einem See auf einer kleinen Insel und außen am Rand war Landmasse. Und hier ist es umgedreht. Außen am Rand ist Wasser und in der Mitte gibt es riesige Landmassen. Okay, den Punkt merke ich mir jetzt. Da gucke ich jetzt rein. Ne? Habe ich die ganze Zeit wahrscheinlich drunter geguckt. So, Lört. Lört her und klickt Ready. Ich glaube, wir können sofort starten oder gehen wir einmal in die Werbung? Ich glaube, wir machen einfach ein Match und dann... Mach. Okay. GLAF! Alles klar, GLAF! Viel Spaß, ich werde das ein bisschen kommentieren und mal gucken, ob da auch was Sinnvolles bei rauskommt. Genau, und dann müssen wir noch gleich den Monitor ausmachen, damit wir nichts sehen. Aber das kriegen wir ja hin. Ist ja klar. Ja, ich hab dann viel Spaß! Frisur des Todes heute, ey. So, Donny gegen Mara. Auf. Wir hören ihn noch. Ja, das ist ja gleich weg. Wir hören ihn noch. Mensch, sie sind aber auch ungeduldig. So, jetzt sollten sie nicht mehr hören. Hier ist übrigens die Map jetzt zu sehen, von der ich gesprochen habe. Beide auf einer kleinen Insel. Im 1 gegen 1 sieht das alles sogar noch ein bisschen gequetschter aus, weil ja im Teamgame zum Beispiel hat man nicht diese direkte Verbindung zum Maprand. Es kann sein, dass du auf einer wirklich komplett kleinen Insel drauf bist und ja, dann dort klarkommen musst. Wie man sieht und wie ich auch schon gesagt habe, hier 4 Schafe, nochmal plus 2 sind 6 nach Adam Riese und 4 Rehe, jede Menge Ressourcen, wie ihr hier seht. Auch sehr nah alles. Und naja, Fisch. Und hier ist diese riesige... Ich mach mal auch die Scrollgeschwindigkeit gleich mal ein bisschen runter. Scrollgeschwindigkeit. Ah, ist doch was anderes. Langsamer. Genau, so, hier in der Mitte seht ihr diese riesige Landmasse. Und ihr seht, darauf sind auch Ressourcen verteilt. Stein, Schafe, Relics, Holz vor allem. Und natürlich auch Gold. So, wo ist Gold? Genau.
So, Mara ist übrigens im Süden hier als gelber Spieler, hat die Türken bekommen. Hei, ei, ei. Naja, bauen schneller Gold ab. Kann von Vorteil sein, um schnell in Castle Age zu sein. Wichtig ist aber natürlich, hier auch ein bisschen auf Schiffe und Fischer zu setzen. Denn die, ja, die geben den entscheidenden Nahrungsvorteil. Maras, ja, Rehe hier nicht so optimal wie Donnys Rehe, aber alles ist lörbar. Einfach den Scout hinten ranstellen und dann treibt die bis ins Town Center. Ja, Donny hingegen, der ist, was ist er? Sarazene. Oh, wenn ich weiß, dass ich Sarazene bin und gegen einen Türken spiele, dann gehe ich auch auf Wasser. Und jetzt passiert hier... Oh, er geht jetzt schon auf Rehe? Wieso das? Donny. Ja, übrigens könnt ihr auch gerne, wenn ihr glaubt, ihr habt eine Ahnung, gerne auch im Chat euch darüber unterhalten und natürlich auch in den YouTube-Kommentaren jetzt gerade unterhalten, wer das Spiel hier gewinnen wird. Weil Sarazene gegen Türke sieht ein bisschen eindeutiger aus. Auf Wasser? Auf Land? Na, kann es sich auch ganz schnell drehen. Gerade Kamele zum Beispiel von den Türken, berittene Bogenschützen von den Türken. Unfassbar starke Einheiten, aber natürlich auch Schießpulvereinheiten. Türken haben Chemie frei und das ist unfassbar stark. So, Donny lört weiter das Tier, sieht gut aus. Na ja, gut, fast. Sieht fast gut aus. So. Donny gewinnt easy, sagt ihr, wirklich. Ich weiß nicht, ob es so eindeutig ist, weil Mara ist erfahrener auf Wassermaps und Donny tut sich schwer. Mara sogar auch mit dir, Lurs. Alles ein bisschen früh, finde ich. Also, die brauchst du normalerweise später. Jetzt zum Beispiel könnte sie... Ah, Mara, guten Morgen. Mara. Was? Nee, das ist das Problem. Wenn man zu lange wartet und das Reh zu lange unangetastet ist, läuft es zurück und der Doc geht auch besser. Aber das ist genau das Problem. Da hätte Mara schon reagieren können. Also vor allem da man am Anfang, guckt mal, ich sehe alles, was ich hier haben möchte in diesem Bildausschnitt. Und da kannst du eigentlich nicht abgelenkt sein, vor allem weil deine Insel nur bis hier geht. Ja. Ein Vorteil haben beide in der Map. Ihr Gold liegt mitten in der Insel. Ja, Donnys Dealer jetzt, ja, letzter Dealer, ja, sitzt auch relativ gut. Die Palme hier würde ich mal vielleicht entfernen. Oh, wir haben sogar ein Voting laufen. Danke, liebe Regie. Danke, danke. Rage ist mir egal, sagt Kazuma. Na, Chat rastet aus. Ist doch super so. Wenn Chat ausrastet, dann rasten wir auch mit aus. Wir können das einfach nicht ignorieren. Wir müssen dann immer gleich mit dabei sein. Schiffe oder beziehungsweise Bötchen. Ja, Donny hat jetzt hier dein erstes Fischerboot in Arbeit. Das Einzige, was natürlich immer ein bisschen kritisch ist, Donny hat hier die blaue Farbe und wie ihr seht oder gleich sehen werdet, gucken wir mal hier hoch, du siehst blaue Schiffe nicht auf der Minimap. Das ist unfassbar schwer auf Tiefsee oder auf tiefen Gewässern diese blauen Schiffe auf der Minimap zu sehen, beziehungsweise fast unmöglich. Donny hat jetzt hier sein Haus abgerissen, ist jetzt auch Haus. Huiuiui, ist halt alles andere als ein richtig guter Start auf Migration. Vor allem, ihm wird gleich auffallen, ihm fehlt es an Nahrung. Denn er hat ja jetzt schon auf einmal all seine Rehe weg und fängt jetzt erst mit dem Fischen an und wird, und das sage ich euch jetzt schon mal, nicht hochkommen. Oh, Vote is ready. Wer wird das Spiel gewinnen? 54,7% sagen, Mara gewinnt. Und nur 45,2% sagen, Donny gewinnt. Heieiei, guckt euch das mal an. Ja, Mara hat schon zwei Boote hier, also zwei Fischer, die hier fleißig arbeiten. Vergleichen wir mal die Population. 21 zu 20. Ja, Webstuhl Mara, ja, guckt sie nochmal runter. Braucht sie aber nicht. Für was denn? Also ich meine, später auf der Hauptinsel, ja, da wartet mal so ein Wolf hier, aber meine Güte, das kannst du auch später machen. Da baust du lieber noch zwei, drei Villager nach, bevor du hier die Zeit verschwendest, um Webstuhl zu machen. Und Donny meckert. Was meckert er denn? Ja, Boote sitzen doch. Aber ja, er merkt auch, ja, er kommt nicht hoch. 355 Nahrung, Pop 22 für Donny. Und bei Mara 400 Nahrung und 22er Pop. Also liegen beide fast gleich auf. Mara vielleicht hier mit einem kleineren Vorteil, weil sie hier noch die Fischerboote hat. Aber, ja, beide haben sehr, sehr früh das Gear gelernt.
Ich würde jetzt auch anfangen mit diesen drei Dorfbewohnern hier Gold zu sammeln. Und Johnny wird, glaube ich, meckern, weil er merkt, er kann nicht hochklicken. Genau das meine ich. Und das passiert. Das passiert. Migration muss man ein bisschen anders spielen. Das würde ich auch eher lassen. Also Felder bauen. Felder kosten nur Holz. Und Holz brauchst du eigentlich, um ein paar Boote zu bauen. Und hier solltest du schon mehr Boote haben. Auch ein Transportschiff wird gebaut. Und das ist übrigens auch etwas, an was ich mich sehr gewöhnen musste, dass man schon in der dunklen Zeit Transportschiffe bauen kann. Man kann also jetzt schon rüber. Normalerweise konnte man das erst in der Förderzeit. Und normalerweise machst du das erst auf dem Weg, ja, eher in die Ritterzeit. Beide jetzt übrigens, 12% bei Mara und bei Donny sind es 20% knapp vorne. Den Matchplan bei Donny, ja, kann man, glaube ich, klarer erkennen. Er will schnell rüber. Er will einfach nur schnell rüber. Ja, die Nahrung wird jetzt hier geboostet. Also so richtig. Hier könnte er vielleicht noch ein Lumbercamp bauen, bevor er hier super viel auf Nahrung geht, weil das braucht er hier gar nicht. Eigentlich hat er schöne Fischer hier. Und die holen schon richtig massiv das Zeug hier rein. Mara hat auch nur 4. Also, da könnte man eigentlich einen Fischboom richtig spielen. Pop 27 bei Donny, Pop 25 bei Mara. Baut jetzt auch das Transportschiff. Donny, ja, leicht vor Mara dann auf der Hauptinsel, wenn das Transportschiff vielleicht sich mal entscheidet, ein paar Dorfbewohner mitzunehmen. Oder scoutet er hier vielleicht diesen Wolf sogar ab? Donny, ist das hier vielleicht eine gute Idee gewesen, das so zu tun? Diesen Spot erstmal abzudecken und dann zu entscheiden, was man macht. Aber normalerweise nimmst du ja deinen Scout mit und scoutest sowieso da drauf. So, Donny jetzt ab. Upgrades gibt es nicht. Genauso wenig wie Gold. Gold gibt's nicht. Holz gibt's nicht. Na, kann der Donny auch mal, ja, ins Leere schauen. Zweites Transportschiff, weil, naja, man hat's ja, scheinbar. Also, Donny, anstatt, ja, lässt ihn nichts anbrennen, anstatt ein Transportschiff hin und her zu schicken, komm, Vollgas. Vollgas, alle sollen gleichzeitig ankommen, keiner soll warten. Das ist halt wirklich eine Infrastruktur, vorbildlich. So, jetzt kommt der Wolf. Loom ist auch da. Und Mara scoutet hier mit dem Fischerboot. Das ist schön. Das finde ich schön. Und Mara sollte jetzt auch, wenn sie aufgepasst hat, hat sie nicht gesehen. Hat hier aber ein Schaf. Mit Schafen kann man ja auch scouten, ne? Und das ist auch viel wert. Und Donny sollte sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen durch die Punkte von Mara. Nämlich, das sind halt vor allem Scouting-Punkte, wie man sieht. So, Mara sollte auch wieder mal ihre Fischer kontrollieren. Baut 2 Fires. Ja, aber was fehlt Mara? Nahrung. Nahrung. Mehr Fischerboote. 2. Hafen. Mehr Holz. Ich meine, sie hat gerade 5 Leute auf Holz. Was ist denn der Rest? Hier sind nochmal 5 Leute. Ja, das ist zu wenig. Da fehlt es an Ressourcen. Also hier sollten auf jeden Fall mehr Leute auf Holz rauf. Hier sollten ja eigentlich noch gar keine Leute so richtig drauf. Oder zumindest sollten mehr Dorfbewohner gebaut werden. 300 Nahrung hat sie ja. Und diese Fischer sollten woanders ihr Glück versuchen. Und ja, ein Dorfbewohner reicht auch, um ein Haus zu bauen. Donny hingegen auch. Ja, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Gleiche Population. Und Mara kämpft. Sie kämpft gut. Und jetzt gibt es, oh, jetzt gibt es hier einen Clash. Guck dir das an. Bringt sogar einen Wolf mit und ein Schaf. Halleluja. Aber der Wolf ist ein bisschen gegen Mara. Ja, der ist gegen Mara. Da kann man auch nicht micron. Da kommen noch mehr Dorfbewohner von Mara. Hei, 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 hei. Scheiße. Was ist das denn für ein Spiel? Hui. Ja. Mara hier als Türke gegen Donny, der jetzt hier auch anfängt zu tauern. Auf jeder Map wird er getauert. Und das ist ja das ist doch alles Quatsch, Freunde. Das ist doch Quatsch. Was ist das für ein Spiel? Ja, gut. Mara sollte jetzt versuchen, zumindest den Tower hier aufzuhalten. Kann hier bestimmt ein paar Villager kicken. Erste Feld. Los, Mara. Mehr. So. Ja, Donny will hier sich einwollen. Aber das ist ja Quatsch. Also, Leute, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Hier sollten vielleicht noch die Dorfbewohner aufgehalten werden, die den Tower bauen. Wenn der steht, ist das auch kein Problem übrigens. Weil... Das ist ja so lächerlich. Ja, wieder ein Dorfbewohner tot. Aber jetzt rauf. Nicht wegrennen. Einfach auf den... Ja, genau so.
Mann, das war so dumm, das bringt mir gar nichts. Richtig, Donny, das bringt dir gar nichts. Der Tower fällt. Was soll das? Warum geht man hier auf Land? Hier ist doch nichts. Was ist das für eine Scheiß-Map? Hier stehen auch noch zwei Dorfbewohner rum. Ich verstehe die Map nicht. Ja, du Donny, die hast du doch jetzt gescoutet. Was ist denn hier auf Land? Alles ist gut. Tröt, tröt. Ich verstehe nicht, was das ist down. Soll. So, ja, also was man normalerweise macht, das kann ich euch erklären. Normalerweise geht man auf diese Map, baut ja ein Town Center und einen Stall und dann macht man erstmal ein paar Ritter oder Mönche dagegen, je nachdem, wer, auf welcher Seite du bist. Und ja, und dann hast du auch erstmal einen schönen Kampf in der Mitte. Oh, das war so klar, du Arsch. Und so ist das jetzt aber hier kann für... nicht. Für Mara ganz gut. Ja, sie sollte aber zumindest die Fischer töten und nicht den Hafen. Habe ich hier noch Dorfbewohner? Du verfolgst mich! Bis dahin! Was ist das denn? Eieieiei, Freunde. Also Mara hat hier die Mitte gut eingenommen. Hat hier fehlt auch eine Kaserne und alles. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Aber warum bauen die beide zwei Transportschiffe? Das sollten sie mir mal erklären. Ich habe null Plan, was ich machen soll. Ja, Donny, du könntest jetzt... vielleicht einen Marktplatz bauen auch. Und wie gesagt, das fehlt halt an beiden, fehlt Holz. Und mit dem Holz könnten sie... Oh, und Donny hat auf jeden Fall viele Dorfbewohner verloren. Pop 36. Ist ja gar nicht auf das Land gegangen. Und Pop 37 nur für Mara. Ich hab nicht mal einen Hotkey für meinen scheiß Hafen. Den hast du aber schon länger nicht drin. Mara sollte auf jeden Fall mit ihren Schiffen hier die Fischer töten. Dann wär's richtig gefährlich. Wo sind die Fire Gallies? Die Fire Gallies stehen bei Donny am Hafen. Und Donny hat auch schon was einquartiert. Jetzt bin ich mal gespannt, was es ist. Das sind auch Fire Gallies. Und ja, Mara sollte eigentlich Schaden machen, macht die aber nicht so richtig Schaden. Aber ja, Befiederung, lieber Donny, bringt jetzt gar nichts. Weil Befiederung... Oh, hier ist noch ein Fischer. Guten Morgen. Ja, Befiederung ist für Galeeren. Nicht für Fire. Fire kriegen kein Angriffs-Upgrade, kriegen nur ein Verteidigungs-Upgrade. Und das ist Kiel holen. Ja. Ich möchte eine ROE-Folge ohne das Wort Hotkeys erleben. Wissen. Es wird immer einen Hotkey geben, der fehlt. Immer Hotkey-Probleme. Mara baut jetzt auch hier einen Stall. Mara ab. Oh ja. Ich glaube, wenn Donny das sieht... Ich weiß ja nicht. Ich glaube, dann kommt das GG. Aber er hat ja noch seine eigene Insel. Und da sind ja noch jede Menge Ressourcen drauf. Es muss nicht GG bedeuten, weil Mara ist jetzt gerade schon vom Wasser vertrieben. Und das mit, ja, drei Fires. Mara hat nichts töten können. Und Donny hat das ganz gut verteidigt. Aber Mara, gut gemacht. Auch wenn, sowas nennt man ja immer a messy game. Sie hat unter Umständen die Mitte gewonnen. Also ein paar Probleme, kurzzeitig. Aber ja, so eine Schlägerei in der Mitte, warum nicht? Ist das eine Quatsch-Map? Fragezeichen. Beantwortet ihr mir die Frage? Oder Florentin, falls er mal zusieht. So, Donny hier mit seinen Schafen jetzt geht vorwärts. Verliert sie. Leichtfertig. So, Donny komplett von der Insel runter. Sollte zumindest versuchen, irgendwo zu landen. Ja, hier ist er doch. Das ist doch schon mal etwas. Aber, ja, Mara ist gleich in der Ritterzeit. Donny ist auf dem Weg, also ist gar nicht mal so dermaßen weit dahinter. Aber ich bin gespannt, was Mara jetzt macht. Kommen jetzt hier Ritter? Oder wird sie merken, dass sie... Ah, du bist auch so ein Wassermap, Mann, ey. Ja. Wieso finde ich dich auf dem Land nirgendwo? Vielleicht liegt es daran, dass... Verstehe das nicht. Du hast hier einen. Ja, Donny, gucken wir mal, wie du gescoutet hast. Also, du siehst hier alles. Man könnte glauben, dass sie dort auch ist. Aber wir lehnen uns mal nicht zu weit aus dem Fenster. Donny auf jeden Fall hier mit Problem. Sollte sich vielleicht versuchen abzuwallen. Jetzt kommt hier eine Kaserne. Gibt's hier noch eine... Du bist gar nicht rüber, oder was? Donny, man weiß es nicht, wo hier. Ich bin. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier. Donny, hier. Da ist sie. Aber ich will nichts sagen. Da kommt der Ritter und jetzt sollte er feststellen, doch, Mara ist auf der Insel. Und Mara sollte töten. Einfach töten. Ja.
wenn sie das macht, dann ist das gut. Nämlich dann hätte sie diese Kaserne aufhalten können. Und ja, dann gäbe es vielleicht auch keine Pikeniere. Oh, es gibt auf jeden Fall einen Stall. Und das könnte vielleicht doch nochmal spannend werden, wenn jetzt Donny hier die Kamele pumpt. Ja, das, Mara hat das noch nicht in der Tasche. Mara ist auch punktetechnisch nicht weit vorne. Ihr Makro-Game ist halt noch nicht so gut. 47 Pop für Donny und nur 42 für Mara. Das ist ein bisschen mau. Und es fehlt, ja, an mehr Dorfbewohnern, mehr Fischern, mehr allem. Und die Mara sollte hier versuchen, das jetzt hier zu töten. Die Dorfbewohner töten. Schlachte es ab. Sind das etwa Ritter? Ja, und das erwartet Donny natürlich. So, jetzt kommen hier die Ritter runter. Ja, jetzt finden sie die Dorfbewohner. So, und wenn die durch sind, dann kommt auch noch ein Wolf dazu. Machen, wenn man schon kein Glück hat. Dann kommt auch noch Pech dazu. Und der Wolf tötet beide, keine Kills für Mara übrigens. Geht alles in die Statistik von Gaia. Okay, Auf Arabien würde Donny safe gewinnen, aber auf dieser Map habe ich für Mara gewotet. Ja, ich glaube auch, dass Donny auf Arabien, das spielt er ja auch aktiv und übt es auch aktiv, würde er Mara auf jeden Fall besiegen. Und das vielleicht sogar eindeutig. Aber auf solchen Maps, Quatsch-Maps, hat Mara eine gute Chance. Und deswegen spiele ich die ja so gerne mit den Jungs, dass die mal aus ihrer Comfortzone rauskommen. Und ja, und Mara auch mal zeigt, was sie kann. Also Mara ist anpassungsfähiger. Jetzt fehlt halt hier noch ein bisschen Upgrade und Ressourcen und vielleicht ein paar mehr Villager. Gucken wir mal. Ja, hier wird schon wieder aufgehört, Villager zu bauen. Maras Gesicht ist noch konzentriert, ja. Ja, obwohl. Vielleicht hat sie schon den Sieg mit dem Sieg abgeschlossen und sagt sich so, na gut, das mache ich nachher noch. Abends ein Bier in der Bar. Ach, heute nicht. Schon letzte Woche gehabt. Mara tötet auf jeden Fall das Bergarbeiterlager von Donny. Donny hat nur ein Schaf, eine Kaserne und einen Stall auf der Map. Und Mara sollte vielleicht, es wäre gut beraten, wenn sie das Ding jetzt hier auch mal anhaut. Weil, ja, es kommen nämlich die Kamele, die berühmten Sarazen-Kamele. Ach. Und das kann nochmal brenzlig werden. Weil die knuspern das hier weg. Hat Donny schon Bloodlines? Hat er noch nicht. Noch nicht. Also noch. Ich bin mir nicht sicher. Donny auch mit den Punkten vorne. Donny hat auch noch. Ja. Richtig gut Fischer gebaut. Also hier sind 6 Stück jetzt an der Zahl. Und hier gibt es auch jetzt die erste Wasserarmee. Und ja, wenn Donny Wasser holt und auf Land jetzt mit 5 Kamelen hier verteidigt, da muss Mara mehr Druck machen. Da muss sie auf jeden Fall mehr Druck machen und dann ist der Sack auch zu. Aber... Hallo? Aber was ist denn das hier? Das will ich sehen. Was ist das? Mara? Mann, ich kann 2 Ritter und 2 Dorfbewohner... Ich weiß nicht, wie das geht. Heieieiei. Also wenn die Kaserne down ist, dann ist das schon mal ein großer Vorteil. Und wenn jetzt hier noch 2 Ritter auf die Hauptinsel gehen, ist das auch nett. Aber die haben keine Upgrades. Also die fallen, die fliegen. Da müssen wir uns nicht weiter unterhalten. Das ist Quatsch. Und hier kommt jetzt... Oh, bitte. Maximum Explosion. Nein, Mara, geh rein da. Ach, abgewollt. Guck mal. Ja, das ist alles sicher. Also hier oben ist etwas, eine Kleinigkeit, das nicht sicher. Aber ja, Mara hat alle Ritter jetzt hier verloren und wird auch die Mitte verlieren. Ah. Weil hier sind Upgrades drauf, gute Upgrades drauf, nur Bloodlines fehlen. Und ja, das da schon wieder für eine Aktion von Mara war, ja hier jetzt einen Stall drauf zu bauen und guckt euch mal die Ressourcen von Mara an. Da fehlt es aber ordentlich an Nahrung. Vielleicht liegt es daran, dass diese Fischer hier einen sehr, sehr weiten Weg fahren müssen. Vielleicht wäre sie gut beraten. Oh, hat sie schon. Aber dann wäre sie vielleicht nochmal gut beraten, den Tiefseefisch zu machen. Der Hafen hier ist sehr gut. Also wirklich gut. Weil irgendwann hat man alles an seinem Ursprungshafen abgefischt. Also der sitzt natürlich auch nicht richtig gut. Den könnte man auch hier hinsetzen. Aber ja, es ist so oder so dann irgendwann alles abgefischt und dann geht man hier hin. Währenddessen auf der Main von Donny... Ja, ist ein einsamer Ritter. Ohne Upgrades. Donny hat, wie wir wisson, das Pfeil-Upgrade. Auch das zweite, also Budkin Arrow ist genauso drauf.
Und Mara wollt sich jetzt hier ein. Kann keinen Schaden machen. Überhaupt keinen Schaden. Ja. Da und, bist du. Und die Kamele, die machen jetzt hier auch Schaden von Donny. Und Mara hat halt noch keine passende Antwort. Die Antwort wäre das Kloster und dementsprechend Mönche. Sollte sie vielleicht erstmal 3-4 sammeln. Und dann ja. Der Hafen ist richtig schlecht, der gehört an die Landzunge. Ach Mann. Ja, Mara, konzentrieren. Konzentrieren. Der gehört in die Landzunge. Nö, den kannst du schon hier bauen. Es kommt immer drauf an, was du erscoutet hast an Fisch. Und hier ist jede Menge Fisch und das kannst du genauso machen. Oder in die Ecken bauen, wie ich schon mal gesagt habe. Und Mara, ja, gewinnt hier den Fight. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Also hier sind auf jeden Fall die Pikeniere, machen hier einen guten Job. Problem ist natürlich, Mara ist Türke. Und als Türke hast du das Problem, du kannst nur Spearman bauen. Und Spearman, der Ritter fällt auch noch. Spearmen sind nicht so geil gegen, einfach gegen alles eigentlich. Im Endeffekt hast du keine Chance. Ich habe so viel Fehler gemacht, ey. Ja, aber Donny gewinnt langsam die Macht zurück. Also Fehler, ja, schön und gut, hast du gemacht, egal. Aber du gewinnst das Spiel gerade zurück. Und Mara gibt es ordentlich aus der Hand. Hier müssten noch 2-3 Towncenters stehen. Dann wäre der Bums hier auch egal. Und Donny, gibt es jetzt hier, sich ins Towncenter Feuer und Kamele sind schlecht gegen Pfeile und gegen alles, was schießt. Und wer kann gut schießen? Der Türke. So. Und hier ist jetzt Donny mit seinen sarazenischen Feuergalernen unterwegs. Und er tötet jetzt hier alle Fischer. Das ist nicht gut für Mara. Die hat schon gar keine Nahrung. Da fehlt es einfach komplett an der Nahrungszufuhr. Hier kommt jetzt... hier kommt jetzt genau das, was man hätte erwarten können. Mara wird jetzt komplett von der Insel vertrieben. Natürlich die Türken in Age of Empires, Leute. Mann, Mara wirft das Game weg. Ja, das tut sie. Das tut sie leider wirklich. Da fehlte es an dem Push. Also sie wollte mit 2 Rittern und 2 Dorfbewohnern landen. Das war nicht die cleverste Idee. Lieber die Mitte komplett einnehmen, zupflastern mit Towncentern, Makro-Game hochpushen und dann geht es auch voran. So, jetzt haben wir hier einen Mönch, der hier einen Ritter bekehrt und der Mönch wäre vielleicht auch gut daran, hier die Dorfbewohner wegzubekehren. Und die Burg geht hoch. Und Mara gehen die Ideen aus. Also, ist vom Wasser runter. Ist von der mittleren Insel runter. Population ist 59. Donny ist bei 84. Leute, hier stehen die Leute. Hör mir auf. Nee. Ich glaube, das ist... Übrigens, Mara sagte dauernd, dass sie gesund ist. Hört euch das an. Ich habe doch auch keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Ja, das merkt man, Mara. Das merkt man. Mensch, jetzt kommen die Mamelucken und das ist ja der Genickbruch jetzt für alt. Also ist der Mameluke als solches, der ist gut gegen alles, was Mara hat. Was Mara gerade hier aufs Feld zaubert, war lange Zeit, sah es richtig gut aus. Und jetzt ist aber hier der Deckel drauf langsam. Also, ich glaube, jetzt realisiert sie. Und man, glaube ich, sieht es auch in ihrem Gesicht, dass sie jetzt schon innerlich aufgegeben hat. Nämlich, der Drops ist gelutscht. Also, eine kleinere Insel hier, oben versucht sie eben nochmal mit, kleineren Angriffen ein bisschen Schaden zu machen. Wir haben jetzt das erste Upgrade auch drauf, beziehungsweise das zweite. Also, nach Bloodlines und, da macht sie ein bisschen Schaden, aber gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Da kommt die zweite Burg und, Gut, wir haben einen Ritter zur Verteidigung, der bekehrte Ritter. Und Mara versucht hier wieder mal, sie hat gute Erfahrungen mit Schlägereien gemacht. Ja, warum nicht nochmal? Warum nicht einfach im Late Game nochmal? Und Was ist das denn? Halleluja, der Tower ist aber auch Quatsch. Wissen die, dass sie einen Turm bauen können, um eine Burg zu verhindern? Ja, normalerweise ja. Jetzt ist der Turm Quatsch.
Also wir sehen ja, hier wird versucht, der Turm zu bauen. Der wird auch hochgehen. Die Kamele machen natürlich einen guten Job gegen, gegen den Mamelucken. Die Kontrolle verloren. Wenn der Mamelucke, oh oh. Ja, 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 hier, auf die. Wenn der Mamelucke natürlich dann so offen frei steht und der, das Kamel rankommt, ist ein Chaos. Dann ist das, ja. Dartgasse. Dann ist das natürlich, ist, fällt ein Mamelucke auch um. Schaut euch das an. Ich hab den Überblick verloren, Mann. Bumm. Und das fast ohne Upgrades. So, wenn Mara hier einfach ein paar leichte Kavallerien hier drin spammt und ja, die dann einfach hier reinschickt. Das hab ich schon verschenkt. Also Donny, du bist doch vorne, ne? Also gibt das nicht hin. Und Mara baut ein neues Dorfzentrum. Das ist richtig, das ist ein guter Move. Mamelucken werden weitergebaut, sind natürlich auch teuer. Es ist noch offen. Es ist noch offen. Und hier kommen jetzt weitere Ritter dazu. Alles teuer. Maras Wirtschaft, gucken wir mal rein. Naja, am Boden. Haus ist er auch noch. Jetzt gibt es hier eine Waffenschmiede. Hier kommt Gott sei Dank das Townsend jetzt hoch. Eieiei, was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Erstmal einen kalten Kaffee. Ekelhaft. So, aber weiter geht's. Mara auf jeden Fall mit dem zweiten Town Center kann sich hier noch gerade so über Wasser halten und hat jetzt nur ordentliche Menge an Kamelen und darauf sollte sie auch weiter setzen. Die Kamele sind super gegen Ritter und auch gegen Mamelucken, wenn die Mamelucken nicht gesteuert werden. Mamelucken können ja einfach in Hit and Run die Kamele ausmanövrieren, aber ja, dafür müssen sie sich natürlich bewegen. Und wenn sie jetzt hier einfach reinrennen, dann machen sie auch Schaden. Und guck mal, auch ein Kamel macht mit einem Hit schon 20 Damage. Und jetzt wissen wir, Pfeile, Hut gegen Kamele. Boom. Ja. Oh, die Burg. Oh, ich glaube, die Burg geht nicht hoch. Behaupte ich. Mal schauen. So, Mara sollte auf jeden Fall in beiden Dorfzentren mal anfangen, etwas zu bauen und vielleicht mal mit dieser Schiffsarmee zu Donny rüber. Ist ja gegen diese komischen Kamel-Dinger gut. Keine Ahnung. Mensch, Leute. Das merkst du doch, Mara. Die fallen ganz gut gegen die Kamele. Donny verschenkt eine Ramme. Na gut. Dann eben nicht. Und die zweite, der zweite Rambock, der fällt auch. Guck dir das an. Also so offen. So offen darfst du nicht sein gegen Mara. Die nutzt das schamlos aus. Die hat ja keine Skrupel. Sie hat keine Skrupel. Nee, nee. Auch Ich weiß auch nicht, was dagegen gut ist, gegen irgendwas. Ich höre dich nicht. Übrigens und wünscht mal der Mara auch gerne über das Forum, das mag sie besonders gerne, also immer anpingen, eine gute Besserung, weil sie ist immer noch krank, will es noch nicht so richtig wahrhaben, aber ja, ich glaube, das hört sie langsam, wenn ihr alle ganz lieb auch Mara in den Kommentaren, im Chat und natürlich im Forum dann nochmal eine gute Besserung wünscht. Die brauch's. Weil das ist hier, ich glaube, diese Leistung liegt vor allem daran, dass sie noch ein bisschen erkältet ist. Oh, jetzt werden hier die Mamelucken getriggert und uiuiui, nicht auf die eigenen Einheiten. Ja, gut, ging gerade noch gut. Jetzt kommt der nächste Mamelucke. Sehr gut. Gute Besserung, sehr gut, sehr, sehr gut. Mehr Ingwer und mehr Zitrone, Mara. Ja, ja, dann klappt es auch mit Migration. So, und jetzt begeben sich langsam mal die Schiffe hier voran. Und das wollen wir doch auch mal sehen, dass die Schiffe mal ein bisschen Ärger machen und ja, Donnys Nahrungszufuhr ein bisschen kappen. Aber ich glaube, das könnte fast schon zu spät sein, weil Donny ist schon fast in der Imperialzeit. Als hätte ich es gerochen. Ja, und die Ressourcen sehen gut aus. Maras Makro-Game ist noch alles andere als gut. Mara hat manchmal gute Ideen, aber je länger ein Spiel dauert, desto ja, unübersichtlicher wird das. Hier muss man natürlich aufpassen, dass der Kamelreiter nichts abbekommt. Tut er auch nicht. Gut so. Ja, und guck mal, wie viel hier der Mamelucke schluckt. Ja, aber wenn hier eine Burg hinten raufballert, ist Feierabend. So. Ja, und jetzt merkt Mara, Imperialzeit. Okay, thanks, bye. Und nun? Was ist Maras Idee jetzt? Mara hat hier hinten noch jede Menge Fisch. Sollte vielleicht mehr auf Fisch setzen. Hier oben, ja, das Wasser holt sie sich. Aber die Mitte ist das Wichtige. Und Maras größter Vorteil jetzt hier gerade ist, dass Donny die Mitte auch nicht dicht macht. Ach ja. So. Ja, Donny hat zwar super viele Ressourcen, kriegt sie aber nicht auf die Map.
Das ist das Problem gerade. Und Mara, wenn Mara jetzt hier mit Rammen es schaffen könnte, diese Burg zu entfernen, was sie natürlich nicht schafft, weil Mamelucken machen auch ordentlich Schaden gegen, gegen Rammbürger, gegen Siege allgemein. So, und jetzt hier kommt von Donny ein weiterer Stall. Hier hinten haben wir auch noch einen. Aber, ein Schwein! Aber irgendwie, ja. Ja, es fehlt. Wieso bist du denn überall auf der Map? Ich kann das gar nicht. Wieso weißt du denn überall, was passiert? Was? Was? Habe ich irgendwas übersehen? Überall auf der Map. Hier haben wir Schiffe. Und hier wurde... Oh, guter Wall. Guter Wall. Guter Wall. Schlechter Wall. Ja gut. Das bringt nichts. Also der ist nicht zielführend. So, dann sollte sie auch mit diesem Dorfbewohner und diesem Dorfbewohner töten. Ja, da haben wir wieder eine WG. Den haben wir wieder die berühmte Rage of Empires WG. Donny zieht bei Mara ein, zumindest. Oh! Ja, für kurze Zeit. Dann wurde er. Oh, ist zu viel für mich, dieses scheiß fucking Map. Wurde er rausgeschmissen. So, aber im Endeffekt muss man auch dazu sagen, ist das kein Problem. Also der Wall ist kein Problem, weil, ja genau, einfach hier einquartieren, da ausquartieren, fertig. So, hier oben ist jetzt auch alles zu Ende. Und ja, da sollte auch Mara jetzt langsam realisieren, da geht nichts mehr. Also auch wenn sie hier das Wasser geholt hat, ein bisschen spät für meinen Geschmack, da geht nichts mehr. Jetzt geht die wieder auf Wasser! Mann! Wieder? Was ist das? Eine halbe Stunde schon, Donny. Eine halbe Stunde schon. Ich kann die Map nicht, Mann. Ich bin doch, wieso bin ich nicht vorne? Ja, siehst du doch, wie ich das nicht kann. Hey, du bist überall, du bist voll gut. Du reagierst immer voll schnell. Wirklich? Muss man so viel, krass viele Sachen gleichzeitig machen auf der Map. Ja, das muss man. Aber das muss man auch bei Age of Empires allgemein. Immer überall am Start sein. Dann klappt es auch mit dem Sieg. Und Mara ist hartnäckig und sie bleibt hartnäckig. Da interessiert sie auch nicht die zweite Burg. Da muss einfach mal noch ein Town Center kommen und noch eins und noch eins und noch eins. Wir haben auch jetzt Upgrades drauf. Eieiei. Ja, aber hier liegt die Wirtschaft brach. Pop 110 zu Pop 64. Leute, das ist doch GG. Oder irre ich mich hier? Also, ich find's ja... Oh. Na, vielleicht gehen wir mal hier rein und machen ein bisschen Action. Okay, Donny hat zwar Pop 110, hat hier aber ungefähr 300 Dorfbewohner rumstehen, die einfach nichts tun, aber hat auch schon eine ordentliche Menge an Mamelucken. Und jetzt guck mal, wie viel Schaden eine Mamelucken-Armee gegen eine Ramme macht. Bum, bum, zwei Hits. Das war's. Und jetzt kommt auch diese Burg hier. Und dann sollte doch auch langsam mal der Drops gelutscht sein. Hier wird auch noch Schaden gemacht. Ja, ja. Also Mara ist jetzt langsam hier weg. So, ja. Hat zum wenigsten noch ein Transportschiff hier weggesniped. Aber jetzt sollte man realisieren. Kann ich schreiben? Kann leider nicht schreiben. Ist das das Spiel 2? Nein, das ist noch Spiel 1. Kann es selbst kaum glauben. Also lange Zeit sah es richtig gut aus für Mara. Dann kam Donny zurück. Dann hat Mara so ein bisschen eine kleine Art Comeback geschafft. Und dann das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Unnötigerweise. Unnötigerweise. So viel Fehler gemacht. Ja, die Kamele helfen jetzt hier auch nichts. Die kleine Base, kleine Insel zu verteidigen, hilft auch nichts. Normalerweise kann man immer sagen, wenn du die Mitte verloren hast, oh Mann. Ja, nee, komm, ist vorbei. Ja. Ich will nichts hören, ey. Das ist ja wohl so anstrengend. Ey, sowas macht mir echt keinen Spaß. Das ist dumm. Dieses so, da muss man überall sein. Boah, ich will gar nicht die Analyse hören. Ich war so schlecht. Nee, ich will gern Teamgame spielen. Immer du mit deinen Teamgames. Das muss auch mal aufhören. Boah, wie viel Idle Militär. Ich hatte null Map. Ich hab, also einfach, ich weiß, ich hab gar keine Ahnung. Das erste Spiel am Tag ist so eine Map echt krass, ey. Man muss an so viele Sachen denken. Boah, das war nichts. Genau. Okay, wollen wir sofort eine Analyse machen oder wollt ihr kurz durchatmen? Ich denke mal, die Analyse geht schnell, oder? Nee, ich glaube, da müssen wir einiges besprechen. Dann also, entscheide du. Dann lass uns mal ganz kurz in die Werbung gehen und danach analysieren wir dieses Spiel.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rage of Empires. Ich denke mal, wir geben direkt das Wort mal ab an Marco, denn er wird das Ganze, ja, ich würde mal sagen, die offensichtliche Quatschmap analysieren. Wir können ja erstmal voten lassen, ist das eine Quatschmap gewesen oder eine sehr, sehr spannende Map mit viel Potenzial für verschiedene Strategien. Sehr, sehr unparteiisch eingeleitet, ne? Nee, das ist keine Quatschmap. Nee, das war jetzt wirklich ein Witz. Es ist schon eine gute Map, aber also bevor jetzt wir es eh abbekommen, das weiß ich. Also ich weiß aus meiner Sicht, dass ich es verdient habe abzubekommen. Ich weiß auch, ein paar Fehler, die ich auf jeden Fall gemacht habe, wo ich sicher weiß, dass ich die gemacht habe. Aber andererseits, ey, ich merke bei solchen Maps, dass ich wirklich an meine Grenzen komme und merke, eigentlich kann ich dieses Scheißspiel überhaupt nicht. Ich kann One-on-One, ich kann so Völker mittlerweile, ich weiß, wie ich was kontern muss und sowas, aber sobald man so eine Map hat, wo man an so vielen Fronten gleichzeitig sich auf eine Sache konzentrieren muss, du musst dich ja eigentlich 100% auf die Auswanderung konzentrieren, also da gucken, wo sind Goldspots, richtig scouten, überlegen, wann legt man wo Ritter oder wohin, dann aber deine Wirtschaft zu Hause auch nicht vernachlässigen und dann auch noch Wasser. Es sind drei, finde ich, Main Dinge, um die man sich gleichzeitig kümmern muss, fand ich sehr herausfordernd gerade auf jeden Fall. Ich merke mal, wenn man vorher nicht mit einem Plan da reingeht, wenn man nicht so genau weiß, was man machen will oder so, dann ist es eigentlich schon... Na gut, dann schauen wir doch mal rein. Ich habe auch schon das aufgezeichnete Spiel kurz offen. Wir gucken mal nicht so, zu lange. So, richtig, so wie früher. Ja. wir sehen etwas bei dir. Jetzt haben wir Minute 5. Wir sehen etwas bei dir. Bei dir, Donny. Dir. Du gehst jetzt schon auf Rehe. Hast nur vier Leute. vier Leute auf Holz. Ja. Rehe ein bisschen zu früh. Die Rehe sind eigentlich dann dafür da, dass du später in die Ritterzeit kommst oder beziehungsweise schnell in die Feudalzeit kommst. Die kannst du nehmen, natürlich, aber wichtig ist erstmal der Fisch. Der Fisch ist das A und O und der Hafen kommt deswegen reichlich spät. Bei Mara 100% ebenso. Okay. Maras Dealer ist auch hier, das Ding war okay. Das war sogar die Profis, Mara. Was das geht? War richtig nice. Gut. Aber jetzt passiert wieder Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten. Normalerweise, wie gesagt, hier, das meinte ich auch im Spiel, das ist alles, wo sich jetzt hier das gesamte Spiel abspielt eigentlich. Also du kannst eigentlich nicht abgelenkt sein. Und du hast einmal versucht, einen Deer zu lernen. Das ist das ist ein wunderschöner Lehrer. Und jetzt ist natürlich... Ja, irgendwann habe ich gedacht, so, die rennen immer weg, also jetzt reicht es mir auch. Jetzt aber das sind natürlich weite Wege. Aber auch hier... Der Lehrer war eher Deity. Wow. Auf jeden Fall auch hier das Deer zu früh genommen, der Hafen zu spät und keine Fischer. Und die Fischer sind hiermit das wichtigste Utensil, weil ihr beide gemerkt, ihr kommt nicht in die Feudalzeit. Das spüren wir mal ein bisschen vor. Ja, weil ich habe aber auch die Berries einfach vergessen. Nee, Berries brauchst du nicht. Ja, aber ich habe das Deer gehabt, hätte ich die Berries früher gemacht, hätte ich es doch geschafft. Nee, die Berries brauchst du wirklich auch erst Ritterzeit, weil du hast 5, 6 Fischer schon. Und dann hast keine Ahnung von Wassermaps leider. Ich weiß, die Jetzt hast du halt hier jede Menge Leute drauf und du guck mal, du kommst auch nicht richtig hoch. Top 23 erst, obwohl du 3 Fischer hast. Normalerweise solltest du jetzt so bei 27, 28 sein. Ja, habe ich auch entsprechend gemeckert. Ich weiß nicht, ob man gehört hat. Ich hab so, kann man nicht hoch. Ja. Mara, wie gesagt, genau dasselbe. Auch der Doc, vielleicht das Placement ein bisschen nochmal überprüfen. Vielleicht dann auch schon mit einem, was du gut machst, ist, du gehst scouten mit einem Fischkutter. Mega wichtig, weil vor allem dann siehst du sowas hier, solche Spots, wo du weißt, später kannst du einen neuen Hafen dann hier bauen. Den hast du ein bisschen weiter hinten gebaut, aber ja, Kleinigkeiten. Dann habe ich mich Folgendes gefragt, jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. Warum 2 Transportschiffe? Ich weiß auch nicht. Weil, ich kann es dir erklären, ganz einfach. Ich habe tatsächlich die Map verwechselt, obwohl ich es eigentlich hätte sehen können. Ich habe noch nicht viel gescoutet, aber eigentlich hat die Scout-Information schon gereicht, um das zu erkennen. Ja. Aber ich war so im Tunnel. Ich habe gedacht, es wären diese noch kleineren Inseln, weißt du, wo es wirklich darum geht, so schnell wie möglich mit vielen Villagern auf das große Land aber zu kommen. Aber selbst das, dann ist das Land ja schon um die Ecke. Ja, das war dumm. Ich dachte halt irgendwie, meine Logik war so, man kann ja nur 5 mitnehmen. Ich wollte dann direkt mit 10 rüber. Und dieses Upgrade, dass du 10 mitnehmen kannst, kann man ja erst später machen. Ne? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe ja voll viel Holzzugang und baue jetzt einfach so eine All-In-Taktik, ich gehe mit 10 Dorfbewohnern rüber. Das Ding ist, Mara hat mit denen da, wusste nicht wohin mit denen, da habe ich ja dich getroffen, dann war da so ein dummer Kampf und dummen Turm. Ja, aber wie gesagt, das ist ja das Witzige. Mara hat genau dasselbe gemacht. Mara hat auch 2 gebaut. Ja, geil, Alter, du bist gut, Mara. So, warum? Mara Donny-Style. Neue Meta, Alter. Ja. Also da habt ihr 125 Holz weggeworfen. It's new Meta, Alter. Ja, sonst, ja, guck mal, wie ich sonst schon alle verloren hätte, wenn ich nur mit einem. Du hast nein, ich glaube, du wusstest nicht, das ist auch geil. So, und dann passiert Folgendes. Dann gibt es diesen Clash in der Mitte, den Mara für sich entscheidet. Auch obwohl ein Wolf gegen sie kämpft, verliert ihren Scout, aber Mara gewinnt das. Der Tower, da hast du ja auch selbst gesagt, ist Quatsch. Ja, ist voll Quatsch. Da verlierst du bis auf 2 Dorfbewohner, alle Dorfbewohner. Das ist so schnell. Und Mara ist eigentlich extrem im Vorteil. Also hat hier
keine Ahnung, 6 Villager getötet. Boah, so vorgespult sieht's noch dümmer aus. So. Müsste diese Dingsmusik. Ja. Und Mara hat die Mitte. Und Mara sollte jetzt auf jeden Fall voll auf Fischer gehen. Also 5 Fischer reichen nicht. Da brauchst du viel mehr Fischerboote. Und dann kriegst du auch mehr Nahrung rein und du kommst auch schneller hoch, weil im Gegensatz zu Donny hast du Nahrungsprobleme bald. Also jetzt gerade sieht's noch gut aus. Später hast du massive Probleme. Ja. Und du baust jetzt hier einen Stall. Ist in Ordnung. Wichtig ist aber, vor allem in der Mitte dann, alles mit Towncentern zuzukleistern, wenn du die schon hast. Also, dass du alles siehst erstmal und dass du die Mitte komplett einnimmst, also Goldspots einnimmst, die Holzspots einnimmst, die Steinspots einnimmst. Ja, ich hab leider, wie mir auch öfter mal bei Spielen aufgefallen ist, irgendwie zu spät Stein oder zu wenig Stein genommen und dann fangen die anderen mal an, Burgen zu bauen und ich stehe da und denke, ja, aber was auch fehlt, ist halt bei dir, ich könnte jetzt hier draufbleiben und warten, bis du den ersten Dorfbewohner baust. Ich glaube, das dauert. Das ist halt deine größte Schwäche. Ist noch, du bist, finde ich, von allen 3 Spielern die anpassungsfähigste für neue Maps. Aber was dir fehlt, ist halt so ein bisschen das Makro-Game. Also das machen die anderen noch gut. Stadtwache brauchst du zum Beispiel jetzt noch nicht, da brauchst du mehr Dorfbewohner. Und hier läufst du jetzt leider an den Dorfbewohnern vorbei. Wenn diese Kaserne nicht hochgeht, dann hat Donny keinerlei Einheiten auf dieser Map. Da muss er erst wieder neue Dorfbewohner rüberziehen und das dauert auch wieder. Und wenn du mit deinen Rittern die ganze Zeit die Map abscoutest, dann kommt er gar nicht mehr rauf. Genau. Und dann kriegt er die Kaserne hoch, der kriegt sogar noch einen Stall hoch. Dann kommen Kamele und die Kamele, die sorgen dann für Ärger. Dann hast du irgendwann versucht, hier zu landen mit 2 Rittern, 2 Dorfbewohnern. Und ja, das war gut, das hat mich richtig in Panik versetzt. Ja, aber die Ritter haben keinerlei Defensiv-Upgrades. Also sie haben Bloodlines. So, wie schnell die schlagen. Scheiße, Mann, ich hasse meine Camps. Mir fehlten dann die ganzen Rohstoffe irgendwie. Ja, genau, weil du hast jetzt hier, guck mal, diese Schiffe haben so weite Wege gerade. Es kommt die Nahrung nicht rein und hier. Diese ganzen Fischgründe werden gar nicht genutzt. Einer ist hier und der macht Küstenfisch, was langsamer ist. Der ist geil. Genau, das ist super hier, dass du jetzt eben das Towncenter hier drauf hast. Mehr Dorfbewohner pumpen. Wie gesagt, hier könnten wir weiter drauf warten, wann der erste Dorfbewohner rauskommt. Aber hier zumindest passiert etwas. Und du versuchst hier Ärger zu machen, auch hier Ärger zu machen. Aber natürlich ist das Problem, du kannst nirgendwo Schaden machen. Vor allem nicht mit Rittern, die kein Defensiv-Upgrade haben gegen Towncenter, die Bodkin-Arrow haben. Ja, habe ich dann auch gedacht und mir gedacht, dankeschön. Genau, und jetzt kommen hier die Kamele. Den Fight kennen wir dann schon. Und ja, da war es eigentlich schon sehr, sehr schwer für Mara zurückzukommen. Ja. Problem ist da wirklich Makro-Game, Ressourcen. Guck mal, Pop 52 hast du jetzt, obwohl du Donny eigentlich schon vertrieben hast. Und Donny hat Pop 80. Ja. Und da ist eigentlich das Spiel vorbei. Ich bin gerade selber so ein bisschen überrascht von mir. So, okay, genau. Und den Rest brauchen wir eigentlich gar nicht mehr analysieren, weil da ist, da war Donny eigentlich schon, ups, das ist ein bisschen zu schnell, da war Donny eigentlich schon so im Vorteil, dass du nicht mehr zurückkommen konntest. Weil gerade Kamele sind dein Todesurteil und du siehst auch die Upgrades. Hier fehlt übrigens auch noch Bloodlines. Das ist das einzige Upgrade, was du auch hast. Und jetzt hast du einmal Schmiedekunst drauf. Und diese Ritter machen das alles platt. Und Spearman als Türke, du hast nur Spearman, du hast keine Pikeniere. Ja, hab ich dann auch. Und brauchst du nicht bauen, bau lieber mehr Kamele. Und hier hättest du zum Beispiel die Dorfbewohner rausnehmen können, also die alle rauf, hier einen Tower hin oder hier einen Tower hin. Und dann geht die Burg auch nicht hoch. Schöne Quickwalls hier von der Salomon. Ja, die Quickwalls sind gut. Ich wollte mal dich fragen, ich spiele ganz, ganz selten mit Mamelukes. Normalerweise, wenn ich Arabien mit Sarazenen spiele, dann löse ich das anders normalerweise irgendwie. Aber ich dachte mir, ups, was? Ich kann die da benutzen. Ich war doch Sarazenen, ne? Ja, du warst Sarazenen, genau. Genau. Diese Mameluken, ich musste da tatsächlich im Game nochmal nachgucken, was auch so ein bisschen. Ich spiele das jetzt 2 Jahre, das Spiel, und muss es noch nachgucken. Ja. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe ein bisschen ins Blaue geupgradet, gebe ich zu. Ich habe die Kavallerie-Upgrades gemacht. Ja, war alles richtig. Aber ich hatte nämlich kurz einmal Panik, weil es gibt auch ein paar berittene Einheiten, die schießen, die sind dann wie Infanterie, ne? Es gibt keine berittene Einheit, die wie Infanterie ist. Aber es gibt natürlich berittene Einheiten, die kriegen die Archer-Upgrades, also sind es berittene Bogenschützen. Ja. Das sind ja eigentlich sowas wie Axtwerfer, die Nahkampf-Upgrades haben. Ja, okay, die sind genau, und Mamelucken sind extrem stark gegen Reit. Tiere. Ah gut, dann war das die gute Wahl. Genau. Und die sind auch gut gegen Gebäude, ne? Die haben mega schnell so ein Haus runter. Gegen Gebäude, gegen Siege mega gut, aber natürlich trotzdem, Kamele kriegen trotzdem den Angriffsbonus gegen andere Reittiere, so auch gegen Mamelucken. Ja. Mamelucken haben natürlich den Vorteil, dass sie Range haben und habe ich ja dann gemacht. Genau, und das Problem ist natürlich, Mara hat hier jetzt keinerlei Chance mehr, weil auch vor allem hier immer noch kein Dorfbewohner gebaut wird. Also das Makro-Game müssen wir nochmal üben, Mara. Das ist deine größte Krux. Das ist dein größtes Problem. Den Rest finde ich ganz interessant.
Du hättest aber auch, du warst vorher auch mal mit ein paar Feuerterrem hier unterwegs. Da hättest du alle Fischer von Donny wegknuspern können. Da hätte er nichts mehr gehabt. Ja, gut. Ich habe das aber auch ein bisschen verrafft. Ich hatte ja auch eine Zeit lang einmal kurz Wasser gewonnen. Ich mache große Anführungszeichen, aber einmal so kurz mal wenigstens dich vertrieben. Und dann habe ich einfach so, das habe ich nicht im Blut drin, dass ich mit den Schiffen, ich, hast du bestimmt dann auch kommentiert, kann ich mir vorstellen, Marco. Was? Ich hatte irgendwie fünf Feuertremende, sie standen einfach nur rum. Also ich hätte mit denen ja wenigstens irgendwie zu dir rüber sollen, aber das habe ich null im Kopf. Ich habe denen nicht mal eine Control Group gegeben, ich habe die komplett vergessen. Mhm. Habe auch irgendwie so zwei Transportschiffe nach oben weggeschickt, die habe ich das ganze Spiel überstanden, die da. Ja. Nicht, also Wasser ist echt, ey, da muss, das ist für mich so ein komplett neues Gebiet, ey, da muss ich so viel noch lernen. Und im Endeffekt, wie gesagt, diese Map bietet verschiedene Strategien an. Du kannst, ey, ist gut, ist echt interessant. Also es ist eine krass interessante Map, aber die Meta, das musst du ja bestimmt locker 50, 100 Mal spielen, wenn du das im Blut hast. Vor allem dieses, ich habe konstant, vergisst man, wo sein Mittelpunkt ist im Spiel. Mhm. Also du hast zwar dieses Lager, okay, da hast du dann zwei, vielleicht maximal, würde ich jetzt mal schätzen, drei TCs drauf, dann ist aber auch gut. Aber dann hast du ja irgendwie, irgendeiner von deinem Gegner hat ja einen TC, dann wie in deinem Fall du, auf dem Festland. Und dann muss ich ja da meinen Angriff machen. Ja. Das heißt, man hat kein Zentrum. Man ist ständig irgendwo war mein Scout, dann war noch zwei Ritter da, dann vier Ritter da unten, weil ich da scouten wollte. Es ist schwer, da musst du konstant mit Control Groups quasi immer die Einheiten zusammenhalten. So. Ja, schwer. Also, im Endeffekt, wie gesagt, diese Map bietet verschiedene Strategien an. Entweder du machst nur Wasser und drängst darauf, die kleine Insel schon frühzeitig zu umranden, dass dein Gegner gar nicht rüberkommt. Du kannst natürlich komplett auf die Mitte gehen und die halt einnehmen. Du kannst den Gegner landen, wenn das so Profis spielen, jetzt allgemein, was ist da so die beliebteste Meta, würdest du sagen? Was Meta ist Fast Castle, Grush zu Fast Castle. Also mit Transportrouten rüber, mit drei Milizen oder was? Und dann? Nee, nicht Grush. Grush, also du gehst mit Galleys oder mit Fires, gehst du rüber und störst halt die Fischgründe. Also erstmal Wasser und... Genau, erst Wasser und dann gehst du halt rüber und nimmst die Mitte ein. Man muss natürlich dazu sagen, Völkerwanderung ist eine Map, die vor allem in Teamgames immer zum Einsatz kam und seltener im 1 gegen 1. Ja. Merkt man auch, dass die Mitte ist super hügelig dann und du kannst selten irgendwo was hinbauen. Und du bist relativ nah an das Map-Ende gepresst und die Fischgründe sind nicht so reichhaltig. Und ja, deswegen wird die meistens im 3 gegen 3, 4 gegen 4 gespielt. Teaminseln, warum bist du so hügelig? Kennst du nicht das Lied Tübingen, warum bist du so hügelig? Könnt ihr alle mal reingucken auf YouTube. Sucht mal das Lied Tübingen, warum bist du so hügelig? Donny glüht ja richtig. Glühst du, Donny? Ich glühe richtig, ja. Ich habe wieder einen roten Kopf seit längerer Zeit mal wieder. Und ich habe heute einen Fehler gemacht. Ich habe heute mich eingecremt und jetzt glänze ich auch noch so. Ah, das sieht schön aus. Ja, geht so. Ich finde, das hat so diese leichte Schulmädchenröte, die du gerade hast. Ist das Soldat? Was machen wir jetzt? Jetzt kommt ihr erstmal ins Spiel rein und jetzt gibt es ein klassisches, wie nennt sich das? Donra? Maroni? Maroni? Schön, so ist die beste Jahreszeit für Maronen. Gott. So heißen unsere Dorfbewohner, oder nicht? Ja. Gut, Mara habe ich eingeladen, Donny ist noch nicht online. Ja, ich bin doch gerade auf dem Weg, jetzt hört doch mal auf, hier so rumzuschreiben. Ach, da bist du, ja. Ich bin doch auf dem Weg, so. Ich bin doch gerade drin, ich stehe joining Middleplayer Game. Und machen wir Pick? Wir können natürlich erstmal überlegen, was nehmen wir denn für eine Map? Nehmen wir Arena, nehmen wir Arabien, nehmen wir... Arabien, sag ich. Ja, oh, guck mal, Tarantula ist da. Und tschüss. Und was haben wir gesagt? Team Pick oder nicht? Mir ist das wurscht. Ja, dann suchen wir jetzt was aus. Okay, Mara hat sich was ausgesucht. Ich gehe mal stark davon aus, dass es ein Volk ist mit einem Alpaka. Ich weiß nicht, welches Volk hat nochmal ein Alpaka? Bitte an Arena, dann geht es bis 11. Nee, das letzte Mal Arena, als wir Arena gespielt haben, ging es auch wie jede normale andere Folge. Nimmst du jetzt doch nicht Inkas oder was? Oh, crazy Mara, heute Crazy Friday für Mara. Ich muss ja jetzt mal schwer auf meine Wirtschaft achten, dann nehme ich ja vielleicht mal die Slaven. Schwer auf die Wirtschaft achten. Ja, das ist ja jetzt mein neues Ziel. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Dann, Kilimanjaro. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich mit den Malay spielen möchte. Ich muss mal ganz kurz gucken. Mit den Malay? Malay. Steht random. Nee, ich glaube, ich spiele mit Maya. Mit was? Warum nicht? Ich dachte, du hast nie so Völker. Oh, ich habe da eine neue kleine Liebe vielleicht neu entdeckt. Eine, siehst du mal, doch durch diesen Test oder was? Meso.
Durch den Test von Meso Özil, von wem ist der? Von Zero Empires oder von wem war der? Zero Empires kann man herausfinden durch einen Test, welches das beste Volk ist, was zu einem passt. Bei mir war es Azteken, bei dir glaube ich auch, ne? Ja. Hallo? Ich glaube Azteken tatsächlich. Hallo. Aber das ist Bullshit. Warum? Weil das ist einfach Bullshit. Mein Volk Azteken sind eigentlich die Kelten. Schön. Aber ich habe jetzt Bock auf die Mayas, weil die sind geil. Schön Federfall. So, vielleicht Federfall. Federpfeil. Ich habe neulich auch diesen Film wieder geguckt hier, mit der Mel Gibson gemacht hat. Apokalyptico oder was? Achso, ich dachte, ich kenne wegen Spirit of the Law war das übrigens. Apokalyptico. Ja. Und da dachte ich auch die ganze Zeit so, ja klar, die kenne ich doch. Chat, was soll ich spielen? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Chat, was soll ich spielen? Ihr müsst mir helfen. Türken? Tarantula spielt jetzt Counter-Strike, weil du ihn rausgeekelt hast. Ich habe ihn rausgeekelt. Du sagst immer, die Community-Mitglieder sollen alle raus. Das ist alles von Mara. Genau, das sage ich immer, wenn ich sage. Das sagst du immer. Die Maronen stehen früh auf und bauen sich ein Feld. Jetzt kann ich jedes Volk nennen. Teuton, Türken, Spanier, ein Marone macht noch keine Schwalbe. Sagt man. Was? Oh, ich glaube, du nimmst mal Wikinger. Der schlauste Marone war Maronan von Maroni. Sarazenisch spielt Vampire. Khmer, OP-Volk. Ah, der versteckt ja seine, der macht nur Khmer, weil er dann seine ganzen Dorfmutter in seine Häuser versteckt, weil das nämlich so ein lamer Marco war. Hashtag Lamer. Teutonen wird auch genannt, Byzantiner, Birmanen sind auch interessant, aber ich glaube, in der Situation eher schwierig. Gote, Koreaner, Sarazene, Khmer. Okay, dann lass uns mal. Ja, doch. So, viel Spaß. Wir hören ihn nicht mehr, aber gut. Dann viel Spaß euch. Wir nehmen die Khmer. Okay, ich mach mal ein Ohr auf. Und mach mal ein Ohr auf, Donny. Mach schön hier. Und dann macht ihr. Mach schön hier, ne? Ich muss dich ja hören. Ich mache hier schön, ne? Ich baue jetzt erstmal Dorfbewohner. Bau mal Dorfbewohner, Mara. Ja, wir machen mal hier ein bisschen. Ich höre die beiden noch. Eieiei. Das habe ich fast deren Strategie gehört. Kannst du auch was machen? Was werden sie machen? Was glaubt ihr? Gibt's da Überraschungen? Ups, ja, sehr gut. Oder ist das alles ein selber Quatschkreis wieder? So, okay. Wir sind relativ am Map-Rand. Wir haben Gold hinten. Wenn der... Oh, da muss ich gleich noch scouten, ob das halt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So. Und... Ja, wichtig ist nämlich hier zu wissen, ob das zu ist. Nämlich, das wäre natürlich mega geil. Dann hätten wir unser Gold schon relativ sicher. Und, ja. Das wäre sexy. Yeah. So, da haben wir den Bohr. Ups. Oh, ja, ich muss mal wieder öfter spielen, Leute. Ich muss gerade 3 Spiele üben, ne? Ja. Also, das ist mir ein bisschen... Huiuiui. Geht auch ab. So. Oh, ja, kommt das Schaf zu spät? Hei. Nein, delayed. Ach, Mann. Okay. Oh Gott. Ja. Ich bin so dumm. So. Dann machen wir halt ein bisschen früher. Webstuhl. Ach, das kommt halt davon, wenn man mit seinem Einschieb noch ein bisschen zu greedy ist. Und ja.
und das nicht clever macht einfach. Das ist einfach dann dumm. Das ist dumm. Das eine Sheep-Scouting war dann unnütz oder unnötig zumindest. Und somit habe ich dann ja die entscheidenden Sekunden verloren und somit ist dann punktetechnisch natürlich auch schon der Wurm drin. Oder allgemein. Ja, Samsung. Ja, Samsung. Ah, scheiße! Ich will nicht gegen die verlieren. Hat mir schon im letzten Mal gereicht. Gott sei Dank haben wir nicht um einen Vortrag so gewettet. Zwei Vorträge schaffe ich nicht. Das ist einfach zu hart. Ja, mir fehlen zwei Schafe. Ich habe einen sehr langen Ballur. Eieiei. Aber ich habe Loom gemacht. Ich habe Loom gemacht. Loom, Donny. Das klingt so ein bisschen wie, wenn so Kinder irgendwie sagen, dass sie gekackt haben oder so. Aber ich habe Loom gemacht. Sagen das die Leute noch mit zu dir mit dem Loom, Donny? Loom, Donny. Kommt das noch oft? Das kommt immer noch oft, ja. Ja. Ich habe neulich sogar online gegen jemand gespielt und er hat das gesagt zu mir. Was? War auch genau an der Stelle, wo ich normalerweise Loom machen muss. Das fand ich ganz witzig. Das fand ich richtig lustig. Da hab ich ein bisschen gelacht auch. Ah, hast du mal ein bisschen weggeräumt. Da hab ich mir ein bisschen beömmelt. Ich hab mir ein bisschen weggelollt. Ja, ich hab mir ein bisschen weggeroffelt. Ja, das ist richtig. Boah, das ist der längste Lör aller Zeiten. Hast du den Zeiten. Schon gefunden, den Typen? G-Set. Was? Hallo. Mann, ich hab so einen langen Lör. Wo ist denn der Typ? So G-Set. Ja, er ist irgendwo wieder... Rot, Eyo! Eyo, rot, rot. Meine Kerle, Wochenende. Ganunel. Oh, das ist ein langer Lör, du. Das ist der längste Lör, den du je gesehen hast. Oh, was ist das denn? Mach das weiß ich doch nicht. Wieder weg. Ja. Das oh, es sind da immer wieder Schafe im Weg. Kann sein. So, jetzt läufst du nicht mehr weg. Das habe ich hier genommen. Hier ist er. Hier sind seine Berries. Berry, Berry! Oh, soll ich einen Berry White? Soll ich einen Schafe klauen? Ja. Sind wir so? Klar, mit Markus Mitteln, oder? Ja, Maroni klaut Schafe. Maroni ist richtig böse, wir sind so ein bisschen oh! Bad Boys. Möglicherweise habe ich gerade einen Villager verloren. Ach so, das, oder? Das war direkt Karma für den Schafsklau. Ja, aber Maroni ist richtig, wir haben auch so Kutten. Wir sind so richtig so böse, halt auch so. Ja. Die Leute sind so, oh fuck, wer ist das denn? Ja, das ist Maroni, Alter. Ich geh mal lieber weg. Die sind gefährlich, die klauen Schafe. Und ich baue schon wieder nichts. Oh nein. Ich habe ihm auch zwei geklaut. Was? Ja? Echt? Klar, ich habe die wieder zurückgeklaut, die zwei. Die zurückgeklaut. Ich schick's dir mal also zu doch dir. Nicht geklaut? Ja, ich glaube, das waren wahrscheinlich die. Warum habe ich denn hier fünf auf dem Ding? Ich weiß es doch nicht, Mara. Ich weiß es doch nicht. Mir fehlt ein... Oh, der hat eine scheiß Map, geil. Der hat so einen Hügel. Oh, der mault schon. Oh, Wallaboy. Ja, sieh, der hat schon Schiss. Der Wald ist so lala. Da könnten wir hier noch ein Lumbercamp bauen. Also hier. Da ist Donny. Ich glaube, Donny will wieder drushen. Just Donny thinks. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Jawohl, perfekt. So. Ja, hat die mir echt dieses garstige Biest. So. Oh, shit. Was? Er hat gesehen, dass es so schlecht um ihn steht und hat sich dann gekillt. Oh, außersehens CC abgerissen. Oh, ja, weil die Maronen unterwegs waren. Was war das denn? Du, wenn ich einen Marone sehe, dann bin ich auch sofort GG. So, gut. Können wir mal Marco hören? Was geht ab? Mann! Ich wollte das scheiß Haus abreißen, hab daneben geklickt. Du das hast war so ein Top-Low gemacht, oder das was? Das war so ein guter Start eigentlich. Also er hat gesehen, dass es schon schlecht um ihn steht. Das denkt nichts schlecht. Hey Marco, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben alle schon mal den Top-Low gemacht. Es ist nicht, es ist nicht schön, aber... Davon hätte ich gerne so einen instant Replay jetzt, wie so beim Fußball. Ich wusste, dass du auf jeden Fall drushen wirst, deswegen war ich darauf voll vorbereitet. Es war alles easy.
außer hier war noch offen. Aber ja, voll, ich konnte mir vorstellen, dass Mara, genau, dann keine Ahnung. An der Oase rein, glaube ich, unten lang. Ach, ja, ja, da wärst du reingekommen. Aber auch, wäre auch kein mega großes Problem gewesen. Und ich wusste, konnte mir vorstellen, dass Mara vielleicht dann sowas wie ein Scout Rush probiert. Und vor allem, Rüpelmara klaut mir die Schafe. Nee, ist klar. Dann, Rüpelmara? Naja, das nehmen wir so zur Kenntnis. Wir können auch gerne noch eins machen. Ja, gerne. Oder wollen wir gleich ein Community spielen? Ich hatte auch einen guten Start. Oh nee, ich hab einfach. Wie lange haben wir denn noch? Ja, wir haben bis lange. Mara, das wird noch richtig lange gehen heute. Du wirst noch richtig viele Spiele machen. Das wird richtig geil. Hat richtig Lust, die Mara nämlich. Also, Marco macht den Toplow, wir machen einfach nochmal neu. Machst du nochmal auf? Ist offen. Zählt aber als Sieg für uns, ne? Ja. Das zählt nicht als Sieg. Hallo, klar. Punkte. Dann zählt dein Town Center Abriss auch schon mal als Sieg, wo du das auch schon mal gemacht hast. Ja, so. Habe ich doch selber schon gesagt. Und nee, war das hier das bei WTV? Ging es da um den Westen? Nein. Nee. So. So. Wäre so lustig, wenn einfach Marco jetzt das rote Gesicht hätte und nicht ich so einfach. Du, ich habe auch, glaube ich, den männlichsten. Ich habe schon ein bisschen heller geworden wieder. Es geht. Ja. Ich habe, glaube ich, den männlichsten Schrei aller Zeiten gemacht. Also, schon wieder? Ja. Ja! Nein. Okay. Ja, ich hoffe, dass die Community Bock hat, da mal ein kleines Replay dann zu erstellen. Einfach so ein kleines Twitch-Clip oder wie das ist. Einfach von Marco, wie er es verkackt. Geht viral, sag ich. Most feminine cry from German player. Ja, nee. Den viralen Clip, den hast du ja schon erstellt. Da gibt es ja. Ah, ja, mit dem Bild. Ja, das hat irgendwie schon so 60.000 Plays oder so. Ja, das ist gut. Jetzt spielen wir mal Arena, ne? Jetzt haben wir Arabien abgehandelt. Was war denn das? Wie war die? Nochmal ganz zum gleichen Settings oder nicht? Ja. Oder wollen wir ein bisschen verrückt werden? Ja. Sollen wir einfach ausflippen oder was? Nee. Ja, nochmal, oder nicht? Wollt ihr was anderes oder nochmal dasselbe? Nochmal dasselbe, ja, klar. Okay. Hallo? Dann solltest du nicht bauen. Dann schnell. Ich sollte blau nehmen. Dann schnell. Ich soll blau nehmen. Dann schnell. Achso, du sollst blau nehmen. Dann nehme ich rot. Okay. Alles klar, dann, let's go. Ja, Moment. Nee, der macht irgendeinen Map-Change. Vorsicht, pass auf, was da für eine Map steht. Der macht irgendeinen Völkerwanderung. Was? Nee, alles gut. Ein Glück, hab ich einen schlechten Start, Freunde. Das kommt ja aus meiner Heimat. Ne? So, zumindest haben wir schon mal die Schafe. Also der Start ist wirklich schon mal leicht besser. Ich habe das wirklich nicht mit Absicht gemacht, falls ihr das denkt. Also da gibt es jetzt hier nichts dran zu meckern, weil im Endeffekt hatte ich ja dann das Spiel zumindest ein bisschen in der Kontrolle. Das einzige Problem war natürlich dieser Bohrkack. Und das Gold sieht auch wieder gut aus. Ah, sehr gut. So sollte das normalerweise laufen, Freunde. So sollte das normalerweise laufen. Ich sag's euch. Oh, hier du bist ein scheiß Arschloch, Schaf. Hier, kannst du mal am Arsch lecken, du Schaf. So. Schafkopf, bitte. Dumme Reiger oder was? Bin ich am Planeten? Am liebsten kenne ich das, finde ich die Folge, wo, Jordi in so einem Loch gefangen ist. Und dann will er so raus und schreit halt so nach oben, weißt du, wo die anderen sind. Okay. Und schreit aber immer nur, wie? Was? Weißt du, ich mein? Wo seid ihr? Wie? Oder was? Oder wie oder was? Ich finde das besser, wo der Vater zu Besuch ist. Ein Dat den Mutter, ist schlöch mit beide Hände. Schlöch dir richtig ein vom Cover. Ich würde echt gerne mal, weißt du was, eigentlich sollte man mal rausfinden, wer die Jungs waren, die sinnlos im Weltraum sind, die zu NDA einladen oder so. Kennst du die? Die sind bei mir aus der Heimat, die kommen aus dem... Was, echt? Ja. Ey, willst du die nicht mal fragen, ob die Bock auf NDA haben? Fragen kostet ja nichts. Ja, also ich könnte Leute... Das wäre ja witzig, die mal zu haben, die ist doch mega kultig. Ich habe das immer gern gehört, das ist immer lustig. Kultig, ey, ich bin so ein Opa, was sag ich eigentlich für Wörter? Das ist kultig. So Thomas Gottschalk finde ich so. Das ist echt kultig. Richtig Knorke war das. Richtig Knorke, sag ich, Knorke kultig. War ganz okay. War ganz okay, nicht? So, wo ist mein Bro, du Arsch? Nicht du, mein Villager. Komm hier schon wieder durcheinander mit dem Gerede. Erst Haus, Mühle, Bohr. Kannst aber auch Haus, Bohr, Mühle machen. Am besten, ist besser, ist noch ein bisschen besser. La 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 la. So, jetzt mal nicht sterben. Ich habe eine krasse Map auf jeden Fall, sehr offen. Molonel. Kanunel.
Ah, so ein Scheißler, ey. War ein Kackler. Ein Gautler. Wie ist die Rübe? Deswegen ist es ein Kackler, weil jetzt muss ich die alle aussortieren, um 50 Nahrung zu bekommen. Es ist ätzend. Es ist scheiße. Jetzt hat ihr eine des... Oh, ich raste nochmal aus. So, ich raste schon lange aus. So, ich mache hier gar nichts mehr. Bei. Was? Was? Nichts. Ich spiele hier mit einer Verrückten zusammen. Ich sag's dir. Ja. Weiß man eigentlich, dass wir direkt nebeneinander sitzen auf Arbeit? Das, sitzen wir weiß man, sitzen weiß die Szene nebeneinander? Das? Naja, nebeneinander vorne vor rum. Mir. Nebeneinander vorne rum. Lelli, 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 ich will geil drauf sein. Immer ist es Freitag, ja. Hallo, hallo, hulli, hi. Ich hab den schlimmsten Boller der Welt gemacht. Oh Mann, nee, ich komm hier. Boah, der ist so kacke, weil das ist auch so ein Baum hier. Die laufen jetzt immer voll den scheiß Umweg. Ja, aber Rickon freut sich, glaube ich, dass du da sitzt. Ja, ich streiche Rickon ganz viel in letzter Zeit. Ich kann mich immer begrüßen und so. Safe him. Also, du nein, auf. Nicht den scheiß Lore wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Schon wieder ein Kackler. Ja. Ich habe ihn gefunden. So, ich darf ja, ich muss ja gar nicht zu dir wallen. Scheiß drauf, geh mal voll mit dem hier. Machen wir mal in die Richtung hier. Also ich kann auf jeden Fall nicht, ich kann wallen, aber halt mega großflächig. Das bringt jetzt glaube ich auch nichts, dann lass ich es lieber. So. Hier ist sein Mangold. So, da gehen wir auch mal ein bisschen an die Optimierung hier ran. So. So, mein Gold ist ein bisschen, das ist zum Mara gerichtet, das ist auf jeden Fall schöner. So, ich will auf jeden Fall noch ein bisschen hier scouten. Was mache ich denn? Das brauche ich doch gar nicht. Machen wir mal so. Eieiei. Leute. Puh. So. Da kommt er darüber. Und hier müssten wir dann das abholen. Und vor allem das hier abholen. So, dann haben wir das alles schon mal beisammen. Baracke als Chimär? Wieso? Ach, brauche ich? Ach, stimmt, ich brauche gar keine Gebäude. Ah, ich brauche gar keine Gebäude, um hochzuklicken. Egal, ich will ja einen Stall bauen. Also, da brauche ich ja schon die Gebäude, oder? Oder sind die dann auch übersprungen? Wozu hat er jetzt Chimär genommen? Dorfbewohner ins Town Center rein. Hallo, komm ein Stück. Nee, leck. Nee, nicht jetzt. Ja, Promol. Du kriegst trotzdem Schaden, mein Freund. Lisa, aber hier im Chat gucken wir Tipps, ne? Ich guck nicht in den Chat. Ja. Ist doch so. Mhm. Was denn für Tipps? Dein Scout stirbt. Das Mikro. Jetzt habe ich Mikro geschrieben. Ich Affe. Okay. So. Mara ist ab. Okay, okay.
No, Donnie ist ab. Hey. Yes, Samsung. Bye. Ja, das ist ein Argument. So, Archer incoming. Gleich mal, bald mal. Ist ein guter Archer. Ja, bist auch ein guter Archer. Kannst schon mal hier ein Gladiator sein. Mit deinem Archer-Tum da. Geh schon mal rein ins Gym und mach schöne Archer hier. Gold Gym. Haben wir auch Archer. Ein paar Scouts hier raus. Also, guten alten All-In-Archer hier. Brauchen mehr Holz. Holz, Holz, Holz. La, 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 la. So, jetzt baller mal das Holz raus hier, ihr Schweine. Ja. Ja, das war mit dem Scout auf jeden Fall richtig dumm, weil jetzt weiß ich ja gar nicht, was er macht. Ich bin ja gleich mit Scouts da. Ich habe halt nicht mal, genau, guck mal auf jeden Fall, was er für Produktionsgebäude baut. Das habe ich jetzt echt, das war dumm. Ich weiß jetzt nicht, ob er Scouts spielt oder ob er irgendwelche anderen Sachen macht. Weil wenn er, wenn er eine Archery Range spielt, dann kann ich nämlich Plankler bauen ein paar. Ansonsten würde ich jetzt einfach weiter Stress machen. Gleich, wenn es dann losgeht. So. Hier ist wahrscheinlich jetzt auch schon eingerollt, wie so ein Mops. Wie so ein Mops? Ja, wahrscheinlich. Genau solche Sachen. Mara kommt mit Scouts. Welche Überraschung. So, Mara verliert ihre Scouts. Ich auch. Nee, ich nicht. Ich nur einen. Jesus Christus. Ja. So, da ist Maras Gold. Ja. Was ist das denn? Ach so. Man kommt nicht da rein. Ja, die Scouts sind immer noch bei mir irgendwie. Okay, gut. Also, nicht, dass ich mich dafür darüber freue, aber erstmal, wie kann ich dir Gutes tun, irgendwie? Ich könnte ein paar Speerkämpfer bauen. Nee, die sind ja, jetzt ziehen sie wieder weiter. Also sie können jetzt nichts mehr und ich habe schon gequickwalled und so. Okay, nice. So, ich nerv ihn jetzt mal mit den Archern hier. Mal gucken, wie er damit jetzt umgeht. Ich denke mal, er wird keine Plänkler haben. Nee, der hat ein paar Schwerkämpfer bei sich gehabt. Gut, ich mache auf jeden Fall Stress ihn auf jeden Fall. Er muss die ganze Zeit hier Sachen bauen, ja, um cool zu wallen. Okay,
Okay, seine Scouts sind auch ein bisschen zu übermütig. Ja. Ups. Ups. So, jetzt würde ich mal ein paar Ritter. Ich habe komplett jetzt vergessen, die Ritterzeit zu machen, aber... Okay, ich geh mal woanders hin mit denen. Ich hab was verrafft. Ich hab vergessen, dass ich natürlich auch irgendwie Ritterzeit machen muss. Und jetzt kommt erstmal Marktplatz. Aber ich baue dann auf jeden Fall Plumed Archer. Mhm. Und verstecke jetzt mal meine anderen Art. Oder versuche irgendwie mit denen noch irgendwo anders zu stressen. Wie sieht's denn bei dir so aus? Hast du schon Marktplatz gebaut? Siehst du, was ich mache? Ja. Okay, nice. Müssen wir jetzt hochkaufen, leider. Ich denke mal hier, jetzt hat er wahrscheinlich getowert. Hast du noch irgendwas da vorne? Ja, ja, hier, komm mal hier hin. Hier ist ein bisschen Gold und das ist ich kann die Sperrkämpfer wegmachen. Und dass sein Mangold es jetzt gerade nicht besetzt ist. Ja, ich schick mal. Genau, hier ist nämlich alles offen und da hat er ein Mangold. Nur ein paar Scouts stand jetzt. Aber er tut mich so verdächtig hinlocken. Ich glaube, der ist gleich Ritterzeit. Aber hier ist auf jeden Fall unsere Stelle. Hier ist alles offen. Sehr gut, genau. Und hier gehen wir mal fast aufs CC auf, ne? Mhm. Hier sind Plänkler gleich hier vorne, das ist schon mal gut. Hier kannst du dich auf die Plänkler konzentrieren. Es sind nur zwei oder drei. Aber ich glaube, der sieht nicht schick. Warte. Kannst du die pikenieren? Ja. Hat er verloren, den Kampf. So, jetzt kannst du auf die Plänkler. Oder wir, wenn da noch Ritter nachkommen, können wir uns auch kurz noch regenerieren. So, jetzt habe ich vier. Genau, jetzt auf die Plänkler. Da hast du schon Defensiv-Upgrade? Wenn du ein Defensiv-Upgrade kannst du es machen, aber sonst würde ich nicht unter das CC. Aber ich nehme Plänkler. Also genau, auf die Plänkler ein bisschen achten. Nee, mir fehlt Gold. Egal, dann geh mal in die Woodline einfach hoch. Komm, das ist besser, glaube ich, wenn du jetzt in die Woodline gehst. Genau, ich kann dann jetzt auch gleich wieder reinkommen. Ja, Hammer. Das sieht nicht gut aus für ihn. Ich weiß nicht, ob er noch woanders irgendwas hat, aber ich glaube, das könnte jetzt auch schon sein. Aber hey, es ist Marco. Er ist gut. Ist Marco, er ist gut. Oh, ich hätte gerade fast mein Lumbercamp abgerissen, wo das Upgrade gemacht wird. Genau, hier mal hin. Guck mal, hier sind, das ist jetzt in der Falle da unten. Wenn du da mit Ritter hingehst, kannst du da gut Damage machen. Oh, hier, pass auf, dein Ritter hier oben. Ah, ich kann ihn nicht retten beim Gold. Ja. Der stirbt gleich. Ich glaube, das ist auch sein eigener einziger Goldzugang, kann es sein? Oh, hier kannst du dich auch schon hinstellen. Kannst da die ganzen am Holz? Ah ja, genau. Aber hier ist er wieder ein bisschen am Gold, da muss ich aufpassen. So, ich gehe jetzt vorne Burg bauen, direkt. Cool. In sein Gesicht. In sein Gesicht, nein. In sein Gesicht, nein, bauen wir die Burg. Wo bauen wir sie hin? In sein Gesicht, nein. Ja.
Ja, das sieht nicht gut aus für ihn. Pass mal auf, dass deine Ritter hier ums Gold so ein bisschen zusammenbleiben und was machen. Guck mal, der ist sogar der eine gebaut. Schütze hier nervt ihn halt voll schon von der ganzen Woodline ab. So nervig sowas. Oh ja, hier kannst du dich, da kannst du auch noch welche erwischen, wenn du hier direkt mit deinen Moderne gerade stehen. Ja, ja, genau. Geil. Ich hab ihn eigentlich auf stehen bleiben. So, ich baue mal jetzt noch eine Uni für. Okay. Hast du schon mal gescoutet, eventuell, ob er weitergezogen ist, irgendwo hin? Das sollten wir nicht vernachlässigen. Ah, er rennt hier gerade irgendwo hin mit so zwei. Ja, ja. Wo? Sag mal wo, also ja, gehe ich die Burg bauen. Jetzt rennt er wieder zurück. Wo war das ungefähr? Ja, hier oben, wo mein Ritter ist. Ja, aber das ist bald EGG. Okay, ja, Donny ist weit vorne jetzt. Hat natürlich auch Upgrades. Ah, ich muss halt wirklich mir wieder angewöhnen, 2 gegen 1 zu spielen. Letzter Zeit viel zu wenig 2 gegen 1 gespielt. Oh, das ist schlecht. Da müssen wir hin. Ups, falsch. Nein! Oh Gott, Hotkeys. Hotkeys, Hotkeys, Hotkeys. Ja. Okay. Jetzt habe ich natürlich den Mann mehr. Und er hat auch noch kein Ballistik, das schafft er nicht. Ja, die geht hoch. Dann baue ich eine Burg auf der anderen Seite. Ja, genau, das wäre gut. Schön. Ja, das war's, glaube ich. Ja, genau. GG. Nice. Ja, ist souverän. Souveräne Maroni. Sehr gut, danke. Gute Abstimmung, hä? Hallo, ja. Maki. GG. Ja, also, ja. Du hast mitgespielt, Mara? Wusste ich gar nicht. Hallo? Hohoho. Hey, 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 hey. Du, also, hast du quasi alleine gegen Donny verloren? Ja, hab ich. Mara war aus meiner Sicht MVP. Hammer, da ist ja was bei uns. Das ist. Ja. Er hat gedacht, jetzt wird es so ein Spiel wie letztens gegen Florentin. Nee. Aber mal wieder vergieselt. Da kamen die Ritter erstes in der Ritterzeit, war die Mara hat hier noch. Nee, das war wie, also vergieselt, ja. Also ein bisschen, ja, ich bin nicht so richtig eingespielt, merke ich, 2 gegen 1. Also muss man wieder ein bisschen wieder zurück ins Training gehen. Weil natürlich war ja klar, dass Donny auf Archer geht, beziehungsweise Mara auf Scouts oder auf Rider. Und ja, ich habe halt keine Archery-Ranges vorher gebaut und ich habe mal versehentlich mal wieder meinen Markt abgerissen gerade. Vorher das Dorf, sondern echt versehentlich den Markt. Und, ach, weil du mit den Schützen da durch wolltest, ne? Ja, und da wollte ich eigentlich das Haus daneben abreißen und habe dann, ja, aber wie gesagt, habt ihr auch gut gespielt. Muss man ja auch dazu sagen. Die Scouts hat Mara leider im Towncenter bei mir verschenkt, ja, als ich mit meinen Scouts kam. Aber trotzdem waren die da und dann warst du ja auch früher in der Ritterzeit. Und das war genau der dumme Moment, wo ich dann. Guck mal, hier in der Totale. Wir wollen da mal Rico sehen hier, oder? Guck mal. Totale! So, guck mal. Na gut. Guck mal, Ricky! Ein Hund auf dem Tisch! Ein Hund im Büro! Nut im Büro. Was soll das denn? Guck mal, ich mach mal, dass er in die Kamera guckt, dann muss ich wahrscheinlich hier hingehen, ne? Ja. Ricky! Hallo, Mercy! Hallo, Mercy! Der sieht voll aus, der hat voll Angst. Oh, das ist natürlich ein sexy Anblick. Ist doch nur ein Tisch. Ja, Marco, ne? Also. Setz dich schön so.
Das ist natürlich so eine Sache mit dem 2 gegen 1. Ich bin natürlich der deutlich schlechtere Spieler als du, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Aber ich, also eine Idee, glaube ich, wäre für dich beim 2 gegen 1 vielleicht eventuell Man-at-Arms oder zu drushen, tatsächlich. Mhm. Also quasi auszunutzen, dass du, wenn du es denn willst, mit einer 21-22 Pop-Build unterwegs den besseren Michael, den Drush, so ja, Drush, ja, aber ja. Normalerweise, was wir auch in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert hat und so auch ganz gut funktioniert, wenn man es richtig ausspielt und nicht wie ich, Scout FC könnte funktionieren. Genau, du hast ja Scouts gebaut. Genau, aber das war, da habe ich auch viel zu sehr übertrieben, habe auch Upgrades drauf gemacht, weil ich es normalerweise nie gemacht habe. Und das war, wie gesagt, auch ein Fehler. Deswegen kam ich nicht hoch, war deutlich hinter euch auch in meiner Uptime und ja. Dann verliert man so ein Spiel. Nö, stimmt, da hast du recht, dann macht das Sinn, weil früher, also ich erinnere mich noch, als du im Saft warst, noch mehr, sag ich mal, und gegen mich und Florentin immer mit den Scouts, da war natürlich dein Maiko, das merkt man schon, das kennt man, das kenne ich selber, wenn man halt nicht eingespielt ist. Du hast zum Beispiel früher erstmal die Upgrades nicht gemacht, das stimmt, und du bist halt so richtig wie so Nazguls, immer einfach wie immer so genervt. Weißt du, darum geht es aber Scouts. Nicht um den Kill erzwingen, meiner Meinung nach. Ja, genau. Immer nur an die eine Woodline, dann muss man da abziehen, dann haust du wieder ab in den Gefechtsnebel. Dann wieder auf der anderen Seite kommen. Genau. Dieses ständige, was ja relativ schnell bei mir da irgendwo. Weg. Ja. Also warst ja nur bei mir ja schnell. Ja, bei dir habe ich 3 Villager getötet, mit einem, hab dann gemerkt, dass du gewallt bist und wollte dann zu Donny. Ja. Und dann war er schon mit seinen Archer natürlich bei mir, weil habe ich auch komplett, bin komplett nicht gegen 2 eingespielt gerade, muss man sagen. Genau, bei mir wärst du auch nicht reingekommen. Ich habe auch direkt gewallt, als Mara das gesagt hat. Also auch die wichtigsten Ressourcen waren dann weg, da hättest du durch CC müssen. Ich habe direkt hier alles sozusagen abgewallt und hatte auch hier meine Produktionsgebäude zu dir hin und so. Also es lief schon auch einiges optimal bei uns. Ich glaub, na gut, es ist auch schwer, die Produktionsgebäude nicht zu mir hinzurichten, wenn du so, wenn ihr genau eure Flanke habt. Ihr habt ja, seid ja beide auf der Map nebeneinander und kann ich ja nur oben sein. Genau, heißt aber nur für mich, wieder trainieren, mehr trainieren und dann wieder rasieren. Baller, Marco, muss ballern. Wieder ran. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir, glaube ich, ein ganz kleines bisschen Werbung und dann machen wir ein Community-Spiel. Da denkt sich Mara jetzt gerade nämlich eine wunderbare Frage aus, um es fair zu gestalten, dass nicht der Schnellste reinkommt, sondern der reinkommt, der eine Antwort auf folgende Frage hat. Mara, du bist spontan. Ich würde auch ein One-on-One gegen Marco spielen. Was? Ich würde auch ein One-on-One gegen Marco spielen. Na, wir haben jetzt der Community ja schon versprochen, dass wir... Das ist ein bisschen so ein angeschlossenes Reh gerade. Vielleicht kann ich da jetzt mal so ein bisschen... Ja, ja, what? Nein, dann machen wir das Community-Ding. Aber irgendwann mal. Muss ich natürlich irgendwann auch ein ehrliches Spiel gegen dich mal gewinnen. Irgendwann machen wir es wieder. Irgendwann machen wir es wieder. Okay. Ja. Dann machen wir Werbung und danach entsprechend das, was... also 2 gegen 2. Nee, was haben wir jetzt? 3 gegen 3. Genau. Mal gucken, ob das besser ist als letzte Woche. Mit das Mara. Passwort das ist Rickons Geburtsjahr. Oh, das ist gut. Das ist gut. Okay. Mal googeln. Viel Spaß. Erstmal bis gleich. Werbung. Viel Spaß, sagt er. Und Mara kriegt heute ja, Spiele. Schön, dass wir. Nee. Wir sind wieder on air. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Rage of Empires, dem RTS-Format. Hey, ich singe deshalb jetzt nur noch. Herzlich willkommen zu Rage of Empires, dem RTS-Format. Mit so Gitarren. Rico, jetzt guck mir doch nicht so an, als wäre ich unmusikalisch. Du weißt ganz genau, dass ich immer abends für dich singe. Und da gefällst du, ja. Und jetzt hier on air machst du einen auf Augenrollen oder was. Also, herzlich willkommen zurück. Wir sind gerade die ganze Zeit am Diskutieren, was wir jetzt genau machen. Community Game muss leider entfallen, tut uns sehr leid. Wir haben dafür einfach nicht genug Zeit. Der Marco war voreilig. Marco ist schuld. Ja, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Genau, Marco hat nicht auf die Uhr geguckt. Im Osten hatten sie keine Uhren. Im Osten hatten wir gewohnt einfach immer noch. Ja, doch. Deswegen müssen wir zurückrudern, aber wir wollen natürlich noch ein Spiel machen. Da fällt natürlich bei so kurzer Zeit nur eigentlich eins in den Rahmen. Das ist ein One-on-One. Ich habe jetzt vorgeschlagen, Mara gegen Marco, ich caste, aber wir brauchen jetzt noch ein Handicap, ein geiles. Ach, geil. Was gibt's denn jetzt da für ein Handicap? Ich meine, dieses Idle TC für irgendwie ein paar Minuten ist zwar immer wieder funktioniert, ne? Aber ist auch ein bisschen langweilig. Fällt uns nicht irgendwas Geiles ein? Keine Militäreinheiten bis zur Ritterzeit oder sowas? oder irgendwie Scout löschen. Darf nur mit Frauen irgendwas machen? Ich darf nur alle Männer. Boah, geil, er muss alle Männer löschen. Was? Ja. Wie witzig wäre das denn? Einfach so aus Fun. Du musst immer Männer löschen und darfst nur mit Frauen alles Mögliche bauen. Oh, das kann super random sein. Okay, probieren wir es. Aber es wäre doch witzig, komm, oder? Probieren wir es. Mach mal. Stell dir mal vor, du hast Glück und dann hast du voll die geile Frauen, Feministen. Und Feministen Markus Amazonen. Und du hast Pech und du hast genau keine Wirtschaft, weil niemand arbeitet. Ja, aber dann haben wir wenigstens ein funny game. Ich tue das mal jetzt. Ja, die Frauen, die arbeiten doppelt, deswegen.
So, ich kommentiere das so ganz leise. Sollte es zumindest sein. Obwohl, warte mal, soll ich eigentlich da nicht ins Hänge gehen? Soll ich eigentlich zum Kommentieren nicht ins Hänge gehen? Nein, 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 bleib sitzen. Das ist alles klar. Ich gucke mir das an, aber ich tue trotzdem also, leise machen. Du kannst kommentieren, wie du willst. Ich glaube, Mara ist in einem Tunnel. Okay, da muss ich aufmachen, ne, wenn ich Spectator bin, ne? Nee. Ja, nee, du machst Spectator und ja, genau, komm schon erst mal rein. Okay, alles klar. Boah, ich finde das richtig. Das kann natürlich auch. Also ich nehm die Verantwortung auf mich, wenn das jetzt super ununterhaltsam ist. Aber ich glaube es nicht. Aber man weiß ja nicht. Weiß man denn bei dem Spiel, wie der Algorithmus ist, wann es random ist und wann? Ich glaube, der ist wirklich random. Komplett random? Ja. Oh, das ist doch geil. Okay, dann Random Sif, alles okay, random. Ich bin Spectator, warte. Ich muss kurz Spectator machen, noch schnell. Hier, so, alles klar. Und ready. Und go. Okay. Okay, das wird Quatsch. Das wird richtiger Quatsch. Hallo, Ricky. Wir können auch uns unterhalten nebenbei. Okay, ich gucke mir das jetzt mal an hier. Khmer gegen Äthiopien. Oh. So, wir gucken direkt mal auf Markus CC. So, der Mann wird gelöscht. So, zwei Frauen hat er schon am Start. Das ist schon nicht schlecht. Wie viele Frauen hat denn Marco? Mara. Mara hier ein... Was? Auch, Mara ja, muss auch alles löschen. Ich kann doch nicht machen. So. Ich habe kein Handicap. Also, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt da raus. Hier stehen zwei Männer-Symbole, aber wir gucken mal, was kommt da raus jetzt. Ist es ein Mann oder ist es ist eine Frau? Oh, es Gott, ist eine Frau. Der Marco der lacht sich jetzt ins Fäustchen, denkt sich jetzt schon, jetzt läuft aber die Sache mal richtig rund hier. Das könnte spannend werden. Mara kriegt das natürlich von der Seite mit, dass jetzt schon drei Frauen bei Marco in der Base am Schafe sammeln. Da ist wieder eine Frau, das ist ja unfassbar. Dieser Mann hat ein Glück. Heieiei, noch überhaupt kein Nachteil für Marco. Wohingegen bei Mara. Oh, so kein Nachteil, ich musste einen schon löschen. Sehr männerdominantes Volk. Wir gucken mal schnell rüber bei Marco. Was kommt als nächstes raus? Es ist, oh, leider ein Mann, der muss leider sterben. Nein, Yannick wird nicht gesammelt, jawohl. Ganz schnell wird er gekillt. Er opfert sich, er liegt noch da und denkt sich, oh, hier wäre ich aber sehr gerne aufgewachsen in diesem Dorf. Das ist ja ein Traumdorf hier. Ey, ein Hund leckt meine Hand. Nur wunderschöne Frauen. Ein Mann, ach, ist das schade, da muss leider auch gehen. Marco muss... Oh Gott. Hier, können wir mal die Totale sehen? Ich weiß es nicht gerade, ich sehe den Monitor nicht, aber der Hund überfällt. Vara, ich hole den Hund. Wie viele habe ich denn jetzt hier auf dem Schaf? Mach mal hier Platz. Mach Platz. Du kannst noch runterheben. Einfach. Ist das dumm? Ich mach mal kurz runter. Du siehst immer, es geht mal runter. So, okay, wie viel hat er jetzt? Ich habe jetzt verfasst. Okay, wir haben ja schon einige Leichen um das TC von Marco. Der ein oder andere, der jetzt gerade schaltet, wird sich denken, oh, da kommt eine Frau raus. Was ist denn hier los? Die Mara, die war aber schon fleißig, die hat ja richtig viel gekillt. Oder Marco kann überhaupt keine Boss mehr lernen. Nein, nein, liebe Freunde, wir spielen folgendes Szenario. Marco hat ein Handicap, er darf nur mit weiblichen Wills arbeiten, bauen und so weiter. Jeder männliche Will, der aus dem TC geboren wird, wird sofort in den Tod verbannt. Er ist quasi dieser komische Mann von Game of Thrones. Aber das gilt nur bis zur Feudalzeit, oder? Nö, das gilt die ganze Zeit. Das kannst du vergessen, Zeit, ey. Das ist halt zu OP. Nö. Doch, das kannst du ja wohl vergessen. Ich habe gerade schon 6 Dorfbewohner verloren oder so. Ja, wir machen mal den Vorgriff. Ich bin mir nicht sicher, ob Marco mich jetzt hört eigentlich. Ja, ja, ich höre dich. Ah, er hört mich. Okay, alles klar. So, wir haben jetzt noch eine Frau. Also Marco, du jetzt. Ich finde, als Stand jetzt kann er sich gar nicht beschweren. Ja, was? 1, 2, 3, 4? Ja, also ein 5? Spieler von deinem Format. Ein Träger der Weste aus Westenhausen. Ein Giesel, wie er im Gieselbuch steht. Oh, noch eine Frau. Der schafft das ja wohl. Guck mal, da kommt noch mal eine Frau. Du hast doch Glück ohne Ende. Jetzt macht er hier ein Lumbercamp. Ja, was willst du denn da? So? Ist doch alles gut, du. Oh, das sieht doch schön aus hier. Das ist ein wunderbarer. Ey, das ist mir so eine Lava-Mara. Amazonen. Wohingegen, wir haben jetzt den Will-Count 8 zu. Bei Mara haben wir ja, 12. 13. Ja, ist ein... Oh, da, komm, bitte mal löschen hier. Nein! Da ist ein Holzfäller, den möchte ich bitte wegsehen. Danke. Ach, versucht er hier heimlich... Ja, ist er selber schuld, weil die Männer in Frauenkleidern hier unterzubringen, oder was? So, wir sehen jetzt hier, ja, punktemäßig, oh, Score-Lead von Marco. Ich weiß nicht. Die Frage ist, ist eigentlich der Scout, ist das ein Mann oder eine Frau? Muss man auch mal kurz mal überlegen. Hat hier Marco, so ein Scout weg. Ich will mal The Viper sehen. Ja, weiß ich noch nicht. Guck mal, hier der Scout, das sieht man ja nicht wirklich. Das ist ja so mit so einem Schleier. Ja, weiß man nicht. Ich will mal heute... Fünfe gerade sein lassen. Ja. Gucken wir mal, was jetzt hier. Ich sag Mann, da kommt ein Mann raus, komm. Ja, tschüss, weg damit, danke. Und haust ist er auch noch, er beschwert sich darüber, dass er nicht genug Wills hat, aber er haust sein, ne? So ist er. Ja, Marco.
So, hier treffen sich die Scouts gleich so zum Tête-à-Tête, wie man so schön sagt, in Frankreich. Da bin ich aufgewachsen und geboren. Ich bin französischer Junge. Wir gucken hier nach. Ist eine Frau? Ja, ist doch schön. Ich freue mich ja fast immer ein bisschen für den Marco, wenn er eine Frau rauskriegt. So, jetzt hast du schon genug für ein Scout-Bild. Muss man ganz klar sagen. Theoretisch. So, Mara schaut sich auch mal um. Ja, wie im stolzen Ross. Hoch zu Ross läuft sie durch die Dierfelder, als gäbe es kein Morgen. Wir sehen eine Frau. Oh, wir haben wieder eine Frau. Ich habe ja keinen Loom. Bei Marco. Das ist jetzt eine Sache. Also jetzt holt er sich den Bohr hier mit der Frau. Und ich würde mal sagen, Marco, es läuft so schlecht ja auch nicht. So, wenn jetzt, ich sag mal so, wenn jetzt eine Frau rauskommt, dann könnte das gar nicht mal so scheiße laufen für Marco. Aber ich sag, es ist ein Mann. Ist ein Mann. Komm, gib mir einen Mann. Ja, ist ein Mann. Tschüss. Ja, Ehrenmann. Er ist ein Ehrenmann, der Marco. Er kriegt noch einen Lör hin. Der ist wunderschön. Und ja, wir haben jetzt wirklich hier, das ist ja auch eine Gesellschaft, die man sich durchaus wünschen könnte. Denn ich bin auch ein Verfechter des Ausspruches Frauen an die Macht. Ja? Und das ist hier, wir sind hier bei Rocket Beans auch gerne mal Vorreiter. In Bezug auf ja, ökonomische Systeme. Oh, tschüss, du musst leider gehen, danke. You can't sit with us. Wir gucken mal bei Mara rein, was da los ist. Also Mara, klassisch, viel zu früh drei Felder. Aber es läuft. Sie hat ihre Taktiken. Die werden schon irgendwie Sinn machen. Four of Berries. Wir haben hier vier auf dem Lumbercamp. Und mal gucken, sie ist frech. Mit dem, sie haben jetzt einen weiteren weiblichen Villager. Die holt jetzt den zweiten Boar. Villager Count haben wir 21 bei Mara und 13 bei Marco, was gar nicht so schlecht ist. Wir sehen hier kleine Spirenzchen mit dem Scout. Jetzt kommt der Boar rein. Hier ist wieder eine Frau, sehr, sehr gut. Die Frage ist jetzt, was macht Marco? Hat Marco einen Plan? Ja, sein Plan ist erstmal, dass seine Bewohner nicht wohnen dürfen irgendwo, denn Häuser sind ihm nicht allzu wichtig. Doch, jetzt hat er ein Haus nachgelegt und ist erstmal noch eine Runde idle. Da kommt wieder eine Frau raus. Also Marco, ich finde, das läuft. 3 auf Gold. Hier haben wir einen Idle Villager beim Haus. Begutachtet noch das Gebaute. Und ja, chillt einfach hier noch eine Runde rum. Nicht ganz nachzuvollziehen, warum diese Frau hier nicht arbeitet. Denn man möge doch meinen, dass Marco eigentlich jeden einzelnen Will jetzt wirklich perfekt nutzen muss. Aber sie chillt weiterhin. Ich finde das fast schon faszinierend. Ich bin... Was ist ihre Geschichte? Warum? Ist sie vielleicht traurig? Ja, das sagt sie. Trem. Sie sagt Trem Ruit Bruja, das heißt, ich bin traurig. Ja, sie hat mir gerade recht gegeben. So, hier ist der Scout. Ja, Marco weiterhin mit Idle Villager. Die Frage ist, was macht er? Er könnte natürlich... Jetzt ist sie wieder gut drauf. Und den bitte töten. Danke, Marco. Bevor es gebaut wird. Bevor die Mühle gebaut wird. Hallo. Marco, wir werden keine Männerleben geschont. Ey. Marco? Marco? Ja? Hallo, die Mühle. Und dafür musst du jetzt auch die Mühle abreißen. Eigentlich schon. Was? Quatsch. Ja, aber ja, die hier schon 58 Unrecht. Also auf den Schiedsrichter nicht hören. So. Ich bin Mara. Du Mara, ich habe so eine Frage. Milizsoldaten, sind das eigentlich Männer oder sind das... Ey, komm, das ist ja witzlos. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir jetzt sehr sicher. Okay. Das wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt auch noch alle Militäreinheiten lösche. Nein, das ist in Ordnung. Das also. Ist in Ordnung, Marco. Du schlägst dich wacker. Das ist in Ordnung. Ich lasse es durchgehen heute. Ich bin strenger Schiedsrichter, aber das lasse ich durchgehen. Und jetzt können wir mal gucken, was jetzt da passiert. Ich will jetzt nicht so zu viel sagen, weil es Mara dann vielleicht merkt. Oh, sie ist aber hier. Guck mal, Mara hier. Aber Hallöchen, du. Quickfall Mara nennt man sie auch. Im Wilden Westen. So, währenddessen passiert hier weiter Folgendes. Es kommt eine Frau raus. Nee, es wird gar nicht mal gebaut. Was ist das denn? Marco geht all in scheinbar. Ja. Ist besonders fixiert auf die männlichen Dorfbewohner. Natürlich, vom Volk der Amazonen will man jetzt natürlich auch die ganzen Männer einfach auch weghaben. Auch beim Gegner. Die sollen alle weg. Jetzt gehen wir hier. Jetzt macht er hier die Runde. Muss natürlich aufpassen beim TC, dass er nicht reinläuft. Da ist er sehr stark. Das ist Marco, das kennen wir. Währenddessen, was ist hier passiert? Ist das ein Mann oder ist es eine Frau? Es ist eine Frau. Guckt euch mal dieses schöne Bild an. Wunderschön. Ja, nur Frauen. Ganz toll. Das ist die neue Meta, Leute. Das ist unsere neue Mod.
Und natürlich könnte, um es auch mal kurz ernsthaft zu kommentieren, ja, natürlich wäre hier Tauern ein probates Mittel gewesen für Marco, um tatsächlich realistisch zu gewinnen. Tauern, jeder kann tauern. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Marco macht das echt nicht schlecht und scheint wirklich auch hier sich 100% zu konzentrieren und das komplett ernst zu nehmen, weil es läuft gar nicht so schlecht. Ja, er geht jetzt auf die Berries. Wenn jetzt noch eine Frau rauskommt, sage ich, wird's eng für Mara. Oh, das ist ein Mann, dem muss man leider gehen lassen. Es tut mir sehr leid, Marco. Ich werde da als Schiedsrichter jetzt ein hartes Auge drauf werfen, dass dieser keine Ressourcen abwirft. Ja, sehr schön. Danke, Marco. Ehrenmann. Währenddessen ist er Militäreidel. Das sollte er jetzt vermeiden. So, wichtig jetzt ist, Mara muss natürlich jetzt auch mal Militär bauen und den Sack zumachen, ne? Also einfach das Ding jetzt mal angreifen und dann ja, kann Marco gar nichts machen. Ja. Hallo, du hörst mich nicht. Ich bin die Stimme Gottes. Oh, wir haben wieder eine Frau. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen nicht. Wir haben 22 Dorfbewohner für Marco und 28 für Mara. Das ist gar nicht... Okay, drei davon sind Militär und ein Scout. Ja, nehme ich zurück. War ich ein bisschen aufgeregt kurz. Kann man verstehen. Ich habe sehr lange... Jetzt schauen wir mal. Ich will es gar nicht jetzt kommentieren groß, aber das könnte natürlich, ja, und sie macht es, bevor ich es kommentiert habe, ich wollte da nicht eingreifen, aber das macht Mara jetzt richtig. Sie muss den Kampf suchen hier. Ganz klar, sie muss hier den Kampf suchen und das muss auf kurz gemicrot werden. Hier haben wir noch einen Mann bei Marco, der muss leider sterben. Es ist natürlich wahnsinnig schwer jetzt für Marco. Hier haben wir zwei Männer, die haben sich eingeschlichen. Ja, zwei Männer in der Base für Marco. Die müssen natürlich weg. Da werde ich ein strenges Auge drauf haben. 10 Holz abgezogen. Minus 10 Punkte für Gryffindor hier. Marco. Ich weiß, du bist im Tunnel, aber wir müssen natürlich die Regeln einhalten. Hier sind zwei. Oh, Alter. Wo? Am Holzfällerlager, zwei Männer. Ja. Ey, er hat erst abgeliefert, die Sau. Den liefert er noch frech ab. Also echt, während der Direktor schaut. Ja, der Marco war auf dem Schulhof auch auf jeden Fall ein Frecher. So, jetzt ist die Frage, was macht Mara eigentlich? Ja, das ist die Frage, die man sich oft stellt. Wenn man mit Mara oder gegen sie spielt, was macht sie eigentlich? Minute 17. Könnte man meinen, könnten jetzt schon ein paar Scouts auf der Map sein und das Ding beenden. Aber nein, Mara ist einfach, hat ihren eigenen Willen. Jetzt kommt Archer, jetzt gucken wir mal, was da passiert. Und ich sehe keinen männlichen... Oh, hier ist wieder ein Mann, der... Es tut mir leid, Marco. Es ist nervig, aber dieser Mann muss weg. Und Mara schießt erstmal gegen das Steingebäude mit den Schützen. Das ist natürlich ja. Schlau. Oh, jetzt rennt er ins Haus, ey. Ja. Die machen sich jetzt mal schön gemütlich im Haus da drin. Da chillen sie jetzt ab. So, Mara... So, Marco hat hier Glück gehabt. Ja, ich will jetzt mal nicht so sein. Ich werde jetzt ab jetzt ein kleines bisschen kulanter sein, weil das ist sonst nicht möglich. Aber dieser Mann ist ein Mann. Und der muss weg. So, es werden keine Dorfbewohner gebaut. Marco hat überall Häuser. Dankeschön! Es ist natürlich, es kann jetzt natürlich ein sehr langes Ding werden, wenn er die ganze Zeit in seine Häuser geht. Also Mara, du machst es schon richtig, du gehst ja jetzt gerade schon Ritterzeit. Das wird Marco auf keinen Fall schaffen. Du kannst dann einfach Siege bauen und dann ist das Ding auch GG. Dann kann er sich noch so sehr in seine Häuser verschanzen. Ich denke, wir werden auch bald das GG hören, spätestens wenn die Kassezeit eintrifft. Aber hey, das ist ja mega scheiße. Die gehen in die Häuser einfach rein. Das Ding. Ja, es ist ein Nervvolk, das stimmt. Ich versuche ja weiterhin unparteiisch zu bleiben, aber es könnten ein paar mehr Militäreinheiten gebaut werden von der lieben Mara. Das kann man so jetzt sagen. Vier Bogenschützen, lol, ohne auch nur bedrängt zu werden zu Hause, ist zu wenig. Ja? Alle Ressourcen sind gesaved. Da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf Gold machen. Vier auf Gold für Schützen ist ein bisschen wenig, aber alles gut. Hier haben wir jetzt die weiteren Verschanzten. Ich guck mal nochmal, ob Männer irgendwo sind. Ganz wichtig. Ah. Die Woodline hier. Oh, es summt da wieder. Ihm scheint es gut zu gehen. Hast du gehört? Er summt rum. Kann man denn irgendwo sehen, wie viel da drin sind? Warte mal, wenn ich summe. Ja, da sind drei Frauen drin. Und es wird jetzt erst bei Marco Fodalzeit.
erforscht gegen Ritterzeit und ja, normalerweise würde man sagen, das ist gegessen, das Spiel, aber Marco ist ein Fuchs, Marco ist ein Ehrgeiziger. Er ist ein Guter, wie man so schön sagt. Mara verliert jetzt ihren Scout. Wie konnte er denn feudal gehen? Das ist doch gefuddelt hier. Ja, also die Idee wäre jetzt natürlich, Siege zu bauen, Ritter zu bauen. Da Schützen natürlich gegen die Häuser jetzt nicht weit kommen. Ich werfe das einfach nur als Kommentator in den Raum. Siege bauen! Siege! Siege bauen! Doppel ohne Vorschicken! Ja, mach ich doch schon längst. Wo denn? Ja, siehst du, musst du mal gucken. Wo sind denn die Dorfbewohner von dir? Die sind doch gerade losgelaufen. Nee. Echt? Aber ich übersehe ich die? Wo sind denn da noch da? Ey, das ist ja die letzte Scheiße mit den Häusern. Was? Die letzte Scheiße. So, hier entstehen tatsächlich, ich glaube, dass wir haben das Spiel kaputt gemacht. Das Spiel hat sich jetzt eingestellt drauf und baut jetzt einfach nur noch Frauen bei Marco. Vielleicht hat das Spiel das gelernt. So, jetzt kommen Plänkler raus. Also Marco lässt sich hier überhaupt nicht lumpen. Hat natürlich, wirtschaftlich ist eine Katastrophe. Aber Mara ist auch nicht viel besser. Es ist, ja, wo sind die Wills? Die zwei, die müssen jetzt hier mal eine Siege-Workshop bauen. Und ja, Mario ist weiterhin Ehrenmann, verletzt, was heißt verletzt, zerstört, tötet seine männlichen Wills. Wir werden da weiterhin ein Auge drauf haben. Ja, hier haben wir zwei Idle Wills, die wirklich jetzt direkt mal... Ey, wenn das mit den Häusern nicht wäre... Bau doch mal jetzt die Siege mit den zwei Forward Wills. Ja, warte doch. Shh, das ist kein... Ja, das... Oh, das ist gut hier unten. Ja, oh, ihr schießen jetzt mal. Ah, ja, ja, okay. Au. Ja. Ich sehe gleich mal aus. Ja. Also, was Schlaues wäre jetzt, ich bin weiterhin im Kommentator-Mode, die Schützen hier zwischen die Häuser zu setzen mit Standing Ground. Weil dann ist er für immer idle von der Woodline und könnte nie aus den Häusern rauskommen. Genau, das würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Und einfach warten. Und eine Ramme und das Ding wäre dann vermutlich gegessen. Aber ich bin weiterhin nur Kommentator, der einfach nur beobachtet und kommentiert. Nicht, dass ich hier irgendwelche Tipps geben würde zu den Spielern, die im selben Raum sich befinden. Wir haben hier... Also... Marco würde ich jetzt gerade sehen. Ich meine, angespannt kann er ja nicht sein. Was macht er denn? Oh, er vernichtet hier die Plänkler. Und kommt da schon was raus aus dem Siege Workshop. So, ja, kommt eine Mange. Ramme wäre vielleicht schlauer gewesen, aber eine Mange ist auch gut. Da kann sie direkt auch die Plänkler platt machen. So, jetzt müsste der Ritter natürlich die Plänkler killen und dann ist das Ding auch gegessen. Sag ich. Aber die mit Marco sollte man nie scherzen. Hier haben wir Idle Wills. Wir haben 53 Wills bei Mara zu 26 Wills. Die können jetzt für ewig. Normalerweise wäre das ein Ding gegessen, sag ich mal. Aber habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich klinge wie eine kaputte Schallplatte. So, jetzt werden hier noch Schützen verschwendet, die ins TC laufen. Nein, alles gut. Und da kommt das GG. So, das war auf jeden Fall das weirdeste ever zum Kommentieren, ey. Zeig mir mal, Marco, wie sieht er aus? Das Gesicht will ich nicht. Hälfte der... Hey, richtiger Ehrenmensch, Marco, muss ich sagen. Du hast wirklich dich dran gehalten, du hast ein paar Mal verpeilt, aber habe ich auch gesagt, das ist ja mega schwer. Also wenn du erstmal... Da warst du ja gleichzeitig am Makro und da kann das passieren. Als nächstes hätte ich alle Häuser eingewollt, wo so ein Pfeilchen drauf ist. Warum? Ja, dann kommst du da nicht mehr raus, aber... Okay. Da ist ein Dorfbewohner drin, nee, drei. Okay. Wie hat es sich angefühlt für euch? Ich habe so die Befürchtung, dahinter waren wir zu übereuphorisch, vielleicht wird das nicht unbedingt das neue Turnier. Es war wahrscheinlich nicht so Bock. Es ist halt, ich habe auch schon währenddessen gesagt, ich würde gerne mal Viper sehen, wie er das spielt, weil es ist super hart. Erstens, wie gesagt, darauf kannst du konzentrieren, dass man die Dorfbewohner löscht. Ja. Und B, wie viele das einfach fucking nochmal sind. Gerade am Anfang, du kommst nicht hoch, du kriegst gar nichts gebacken und wenn dann jemand einfach Fast Castle spielt, ja, pff.
Schwierig. Hey, vielleicht kann Quatsch, man das ja irgendwie Quatsch, machen. Quatsch, wir können das ja groß machen. Vielleicht kriegt es ja Viper mit. Wir müssen natürlich mit Männern und mit Frauen machen. Wir sind ja gleichberechtigt. Vielleicht nennen wir es irgendwie die One-Sex-Challenge oder sowas. One-Sex-Challenge. Ja, weil das Sexualität auf Englisch Sex heißt. Ja, nicht ja, nur das, was du immer denkst. Ja, hier. Was? Hä? Aber, weißt du was? Ich glaube, das ist natürlich so von außen betrachtet ist einfacher, sowas einzustellen. Aber ich glaube, Marco, eventuell wäre die schlauere Taktik in dem Fall einfach zu Tower Rushen, oder? Habe ich auch schon gesagt. Tower Rush kann jeder, aber wie gesagt, du kommst nicht an die Ressourcen eigentlich auch ran. Du hast dann vielleicht 15 Villager und müsstest schon 3 wenigstens nach vorne nehmen, um zu towern. Hast dann nur noch 12 in der Base und dann kommst du, glaube ich, zu gar nichts mehr. Also das ist mega, mega risky. Also klar, kann funktionieren, aber Tower Rush kann jeder. Ja. Aber gut, dass Mara auch ein absolutes Profispiel hingelegt hat heute. Was ist das denn für ein Spiel gewesen, ey? Was hat sie denn gemacht? Oh Mann. Nichts. Zwischen Genie und gute Wahnsinn, Dinge. Diese Frau. Was hat sie denn gemacht? Ja, erzähl. Einfach ein paar Sachen nicht so gut. Was denn zum Beispiel? Erzähl. Ich will's hören. Naja, also wenn man ja komplett unbedrängt ist und ein bisschen bis auf deine paar Milizen, die hat sie ja dann auch gut weggekriegt, dann finde ich schon, dass man bei Minute 17 oder 18 wenigstens ein paar Scouts auf der Map haben kann. Beziehungsweise nicht Schützen baut, wenn man schon sieht, dass der Mann Khmer ist und schon gesehen hat, dass du dich in die Häuser denkst, dann musst du halt, glaube ich, schneller umschalten. Doch, gereicht, oder einfach sieht, ja, nee, ich will jetzt ja nicht zu negativ sein, ich bin ja nicht böse klingen jetzt oder so. Aber ich sag mal, Mara, so, das war glaub, scheiße. Du stimmst mir zu, wenn du sagst, war jetzt nicht dein bestes Spiel. Ja, das ist heute sowieso nicht der Fall. Auch letzte Mal und vorletztes Nein, gegen mich Mal Hallo. Und davor. Ich hatte im ersten Spiel ein gutes Gefühl, also gegen sie. Ich fand, sie war starker Gegner. Nee. Naja. Erst die Mameluken und die Burg haben es gemacht. Du hast da gut von mir geradet und so. Naja, egal. Um Gottes Willen, kurier dich aus. Ich hab's schon im Chat gesagt. Also, ja, wir hören jetzt gleich auf. Ja, wir hören jetzt auf, Leute, bleibt dran. Ja, und was ist denn da los? Was wollt ihr denn spielen? Was wollt ihr denn spielen? Was spielt ihr denn? Ach, wollt ihr Undertale sehen? Ja! Kommt jetzt Undertale? Ich dachte, es kommt Game 2. Es gibt Undertale. Nein. Also jetzt geht's weiter mit Undertale, danach natürlich Game 2 und bleibt dran, heute, denn heute gibt's wieder eine neue Folge Alles Mögliche Fights. Wer die erste Folge gesehen hat, hat da vielleicht Bock, nochmal reinzugucken, beziehungsweise wenn es nicht kennt, dann schaut rein. Ab 20.30 Uhr Etienne Gardet, Katjana Gerz und ich werden uns an den Tisch setzen und quasi über alles Mögliche streiten. Ich werde auch nicht verraten, worum es geht, aber ich glaube, das wird lustig. Es war in der ersten Folge auch schon lustig. Ja, ich krieg bis heute fucking Nachrichten von Duplo Chocnut, dass es der beste Riegel ist, weil ich auch recht hatte. Ja, also seid dabei, 20.30 Uhr live, Alles Mögliche Fights und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst einen Daumen hoch und abonniert den Channel, wenn ihr das noch nicht tut, wenn ihr jetzt gerade auf YouTube schaut. Und seid doch so lieb und geht doch auch mal öfter mal auf unsere Seite. Rocketbeans.tv, das soll der neue Hub werden. 1. bis 24. Da geht niemand hin, Mann. Hinein. Ja, das müssen wir ändern. Nur um den Giesel zu nerven, geht jetzt alle auf den Block. Ich sehe schon, jetzt Block hat 10 Millionen Aufrufe morgen und ich sitze da und denke mir, ja super. Ja, aber geht hin. Okay. Geil, wie er versucht, diese Reverse Psychology gerade so zu machen. So, ja, nee, ich will da gar nicht rein. Nee. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Geilsten. Danke, haut rein. Tschüss. Tschüssi. Ciao.